herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Herzlich willkommen zu den Comic Cookies Ausgabe 88. Mein Name ist Breedstorm, die Älteren werden sich vielleicht erinnern. In letzter Zeit wurde unser monatlicher Rhythmus etwas unregelmäßig und zuletzt ist er auch ganz ausgeblieben. Das wollen wir ändern. Es gibt so eine Art Reload, aber zunächst kommt hier ein kleiner Einspieler von Steffen Liebschner, der die ganze Situation etwas erklären wird. La, 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 la. Hallo. Hier ist der Steffen. Ich wollte mich natürlich hier auch nochmal zu Wort melden. Als wir 2012 angefangen haben, über die Comic-Cookies zunächst mal nachzudenken, war es halt so, dass es damals kaum bis gar keine Podcasts auf dem Markt gab. Damals gab es, glaube ich, schon den Nerd 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 Podcast, allerdings weniger bekannt für mich. Also ich habe den nicht wahrgenommen damals. Und dann gab es da noch den Chatgeist, aber der war auch so schon am Ausklingen. Ja, mir hat einfach der Comic-Podcast gefehlt. Deswegen hatte ich dann so ein bisschen die Idee, das Ganze mit Breedstorm und mit Sepp zu versuchen. Und das hat ja auch eine ganze Zeit lang super geklappt. Über die Zeit hinweg haben auch ein paar Mal die Mitglieder dieses Podcasts durchgewechselt und es war einfach eine coole Zeit für mich auch, mich mit anderen über Comics oder artverwandte Themen zu unterhalten. Und ja, es ist auch heute nach wie vor noch, aber irgendwie habe ich letztes Jahr dann gemerkt, dass so ein bisschen in Sachen Comic-Podcast bei mir die Luft raus ist. Konnte es nicht wirklich ausmachen, woran das lag. Das waren wahrscheinlich mehrere Faktoren, die da reingespielt haben, aber ja, jedenfalls hat das irgendwie für mich den Eindruck gemacht, dass ich mit den Comic-Cookies so mehr oder weniger durch bin, dass ich da nichts Neues mehr beisteuern kann. Deswegen habe ich mich dann an den lieben Andy gewandt, vom Daily Stammtisch wusste ich ja, dass er da schon in sehr kurzer Zeit sehr viel Erfahrung aufbauen konnte und auch ein relativ breites Feld an Leuten hat, auf die er da zurückgreifen kann im Ernstfall. Und ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird er das jetzt erstmal mehr oder weniger mit der ursprünglichen Besetzung, mit ein bisschen Änderung natürlich im Team fortführen. Also das heißt, der Breedstorm ist weiterhin dabei, der Patrick ist wohl auch dabei, den ihr auch schon in einigen Episoden gehört habt. Der Andy Preller ist dabei vom Das Alles Podcast, was mich auch sehr freut. Und ich weiß, dass der Podcast bei den Herrschaften in guten Händen ist. Und ich freue mich dann auch einfach mal drauf, die Comic-Cookies nur zu konsumieren als Hörer, was ja auch nicht schlecht ist. Natürlich heißt das nicht, dass ich da ganz raus bin. Also natürlich gebe ich die komplett ab an das neue Team. Allerdings, wenn das gewünscht ist, bin ich gerne weiterhin als Gast dabei. Hier und da, wenn es sich mal anbietet. So viel dazu von mir. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Team, mit der Mischung aus Neu und Alt und bin raus. Mic drop. La 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 la. So, vielen Dank an Steffen. Es ist halt so, ohne Steffen hätte es vermutlich die Cookies auch nicht gegeben. Wir haben uns 2012 mal in Frankfurt getroffen und hatten die Idee, einen Podcast zu machen, zusammen mit dem Sepp. Aber wahrscheinlich wäre es ohne Steffen nichts geworden, weil er halt dieses technische Verständnis und auch das Interesse hatte, das Ganze auch irgendwie aufzuziehen. Also sonst wäre das wahrscheinlich tatsächlich nur eine Bierlaune geworden, die im Bierhannes in Frankfurt dann beerdigt worden wäre. Aber dadurch, dass er das gemacht hat, ist das Ganze wirklich entstanden und an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Ja, das mit dem technischen Verständnis, das ist natürlich auch heute noch so. Wir sind jetzt auch nicht die Mega-Spezialisten dafür, aber wir haben schon mal an Bord, wie der Steffen erzählt hat, den Andy vom Tele-Stammtisch, der das ja perfektioniert hat im Laufe der Jahre mit den Online-Aufnahmen und Online-Chats und alles. Und das ist schon mal sehr gut, dass er dabei ist. Heute ist er nicht dabei, aber wir haben natürlich nicht nur einen Andy. Wir haben zwei. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Andi Preller. Die ganz starken Stammhörer haben meine Stimme schon ein, zwei, dreimal gehört bei den Comic-Cookies und habe oder vielleicht auch mal den Podcast Das Alles erwähnt gehört. Also seit 2012 podcaste ich mit meinem lieben Freund Dirk den Podcast Das Alles, den ich ursprünglich auch gerne mal als Comic-Podcast gestartet hätte, aber weil Dirk nicht so viele Comics liest, haben wir das dann so als allgemeinen Popkultur-Laber-Podcast gemacht, wo wir aber auch immer wieder Comic-Themen auch mit verhandeln und Comic-Leute interviewt haben. Und in dem ganzen Zuge haben wir auch 2014 beim Comic-Salon Erlangen das erste Mal ein Comic-Podcaster-Treffen angezettelt. Da habe ich dann auch die Comic-Cookies mit kennengelernt und sind da seitdem auch in Verbindung geblieben. In Erlangen bin ich ursprünglich auch geboren. Ich wohne jetzt in Nürnberg. Das heißt, ich bin Comic-Salon-Gänger der fast ersten Stunde, sage ich immer. Ich weiß immer nicht genau, ob es der zweite oder der dritte Comic-Salon war, wo ich das erste Mal dort war, und seitdem auf jedem, weil es eben direkt in meiner Heimatstadt ist und ich auch schon mein Leben lang Comic-Leser bin, Comic-Begeisterte bin. Und wie gesagt, seit 8 Jahren eben auch begeisterter Podcaster. Deswegen freut es mich auch sehr, dass ich hier mit eingeladen wurde, diese Neuauflage der Comic-Cookies mit zu gestalten. Auch vielen Dank an den Steffen, an die lieben Worte in seinem Einspieler. Und ja, ich freue mich total, dass wir jetzt mal ausführlich über Comics reden können, auch mit Leuten, die sich auskennen, was ich nicht immer so häufig habe. Deswegen freue ich mich wirklich, hier zu sein. Und ja, Dritter im Bunde heute, Markus, wer macht's? Ja, das ist auch jemand, den die Cookies-Hörer natürlich schon kennen. Er ist auch in vielen von den letzten Ausgaben dabei gewesen. Hallo Patrick. Hi. Stell dich vielleicht nochmal ein bisschen vor. Ja, ich kenne Steffen jetzt auch schon länger durch diverse Signierstunden in Frankfurt. Und irgendwann bin ich dann mal versehentlich in einen eurer Podcasts reingestolpert. Und da habe ich dann doch recht Gefallen gefunden, nicht nur, weil ich da tatsächlich dann mit Robert Patrick geredet habe, sondern weil ich mich dann auch als ziemlicher Filmfan geoutet habe, und das hat dann auch den Andi gefallen, und der hat mich dann auch für die Comic-Cookies und für ein paar andere Projekte immer wieder mal aufgegriffen. Also ich bin ziemlich Film- und Comic-begeistert, komme auch so aus der Umgebung Frankfurt, und deswegen war ich eben auch entsprechend irgendwann öfter mal zu hören. Sehr gut, Patrick. Wie gesagt, es freut mich, dass ihr beide dabei seid, weil ihr natürlich beides Leute seid, die ich gerne in Podcasts immer gern auch gehört habe. Und ich denke, das wird eine schöne Sache. Wir haben so ein bisschen abgesprochen, dass jeder jetzt in dieser Ausgabe mal so 3 Comics vorstellt, die er sehr gern mag und in letzter Zeit auch gelesen hat. Was hast du denn vorbereitet, Andi? Ja, ich habe meine Liste hergenommen der ganzen Sachen, die ich zuletzt gelesen habe, und es war gar nicht so einfach, dann die rauszusuchen, über die ich heute reden möchte, weil so viele Sachen, über die ich gern gesprochen hätte, aber ich habe mal so einen Themenschwerpunkt Rick Remender mir irgendwie zusammengebaut. Ich habe in letzter Zeit die Reihe Black Science von Rick Remender und anderen komplett gelesen, dann die ersten 2 Bände der Reihe Low, die auch Rick Remender geschrieben hat. Und dann noch den aktuellen Max und Moritz Preisträger Der Umfall von Michael Ross. Sehr gut, das hört schon mal spannend an. Wie sieht's bei dir aus, Patrick? Also bei mir ist es eine wirklich sehr bunte Mischung geworden. Also ich habe jetzt gerade heute Der Fluch des Weißen Ritters gelesen. Dann habe ich den ersten Band der Comic-Adaption von Quality Land gelesen. Und weil es aktuell eben wieder ziemlich in aller Munde ist, kann ich auch noch mal etwas zu Am liebsten mag ich Monster sagen. Aber da kann ich schon mal sagen, das ist ein ziemliches Monsterprojekt. Da werden wir bestimmt das ein oder andere Mal noch mal drüber reden, wenn das andere auch gelesen und erlebt haben. Sehr gut. Ich sehe schon, das wird eine sehr gut gefüllte Sendung heute. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Andi. Magst du auch noch sagen, was du vorstellst? Oh, sorry. Es geht schon wieder los. Also, ich habe mitgebracht die Geschichte des Marvel-Universums von Panini. Dann die Reihe Gevatter von Schwavel aus dem Verlag Glücklicher Montag. Und dann habe ich noch was dabei, was wir alle 3 kennen. Und zwar ist es Black Hammer,
Ja. Von Splitter. Von Splitter in Deutschland, genau. Und ja, das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Schauen wir mal. Andi, leg los. Ja, auf Black Hammer, die Diskussion freue ich mich auch schon. Als du das heute angekündigt hast, dass wir das heute machen, habe ich mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut. Aber ich fange mal an mit meiner ersten Reihe. Wie gesagt, Black Science, erschienen bei Image Comics. Ich habe die englischen Ausgaben gelesen. Die deutschen Ausgaben sind auch bei Splitter erschienen. Das ist eine Reihe, die abgeschlossen ist. Ist von 2013 bis 2019 erschienen, waren in den USA 43 Hefte. Ist also in, ja, ich weiß nicht genau, wie viele Paperbacks das jetzt dann sind, erschienen. Ich habe die drei großen Hardcover. Geschrieben von Rick Remender, gezeichnet von Matteo Scalera. Die Farben sind am Anfang von Dean White, dann eine Ausgabe von Michael Spicer und den Hauptteil der Serie hat Moreno D'Inicio die Farben gemacht und das Lettering hat Russ Wooten gemacht in der Originalausgabe. Es ist eine ja, quasi eine Science-Fiction-Geschichte. Hat es von euch einer gelesen? Mal reingefragt. Breedstorm, Patrick, kennt ihr die Reihe? Ich bin zwar Science-Fiction-affin, aber da konnte ich tatsächlich noch nicht reinlesen. Mhm. Breedstorm, hast du es gelesen? Nee, es steht auf der Liste für irgendwann mal, aber noch kam ich nicht dazu. Okay, super. Umso besser. Oder auch nicht, egal. Eigentlich ist es egal. So oder so ist es gut. Ich habe da auch, als es rauskam, von gehört, aber auch lange mich nicht so sehr dafür interessiert und bin dann über Matteo Scalera irgendwie dran gekommen, als ich mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt habe, kam dann irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ja, ich muss vielleicht mal Black Science lesen und hatte dann letztes Jahr, als ich meinen Freund David in den USA besucht habe, der auch Comic-Podcaster mit mir zusammen auch noch einen Horror-Podcast macht und von der Profession her Letterer, also der lettert US-Comics im ja, Vollzeit-Hauptberuf. Dementsprechend hat er auch eine ganz anständige Comic-Sammlung und hatte bei ihm dann die Gelegenheit, die ersten zwei Paperbacks von Black Science zu lesen. Und das war so eine Reihe, in die ich mich so sofort verliebt habe. Also ihr kennt wahrscheinlich so dieses Gefühl, so wir lesen alle schon seit vielen, vielen Jahren Comics, aber so hin und wieder kriegt man mal einen Comic in die Hand, wenn man den liest, wo man so richtig das Gefühl hat, okay, genau das ist der Grund, warum ich Comics lese, weil ab und zu kommt sowas vorbei, ab und zu kriegt man so ein Buch in die Hand, das so komplett bestätigt, warum man dieses Medium so liebt. Und Black Science war für mich letztes Jahr so ein Buch. Ist eine, wie gesagt, eine Science-Fiction-Geschichte, wobei es nicht um Reisen ins All geht oder so, sondern es geht um Dimensionen. Der Protagonist, Grant McKay, ist ein Wissenschaftler, der hat eine Maschine erfunden, in der man in andere Dimensionen springen kann. Das Prinzip ist quasi, jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, kann so oder so rausgehen und daraus spalten sich dann quasi verschiedene Dimensionen ab, Entscheidung A, Entscheidung B. Das heißt, es gibt eine unendliche Fülle von Dimensionen. Und Grant McKay hat, wie gesagt, eine Maschine erfunden, wo er in diese Dimensionen springen kann. In der Anfang der Geschichte wird man auch direkt reingeworfen. Also es gibt gar keine großen Vorerklärungen. Das wird einem dann erst alles im Laufe der Geschichte erzählt, wie es dazu kam, wie es zu dieser Situation kam. Sondern man wird erstmal direkt in eine Verfolgungsjagd reingeworfen. Es werden Monster gezeigt, Menschen in so Anzügen, wie so Taucher- oder Raumanzüge, die auf der Flucht sind. Es sterben auch gleich direkt Menschen. Und so wird mal so in medias res in diese Geschichte reingebracht. Und im Laufe dieser 43 Hefte wird dann quasi so diese komplette Geschichte durcherzählt, wie diese Gruppe von Menschen diesen ersten Sprung durch die Dimensionen gewagt hat. Und dann natürlich, klar, wie es immer so ist, Schwierigkeiten hat, wieder zurückzukommen. Im Laufe der Geschichte natürlich auch auf andere Versionen von sich selbst trifft, weil in unterschiedlichen Dimensionen gibt es natürlich auch dann wieder die gleichen Personen, aber irgendwie ein bisschen anders. Das taucht auch schon relativ früh mit auf. Es ist hervorragend gezeichnet. Matteo Scalera ist so einer, der im US-Mainstream-Comic einer so der besten Zeichner, meiner Meinung nach. Ist ein Italiener, lebt auch in Italien, arbeitet in Italien. Aber was ich sehr, sehr gerne mag an seinem Stil ist, ich bin nicht so der Riesenfan von so sehr realistisch gezeichneten Sachen. Ich bin kein großer Superheldenleser, muss ich dazu sagen, auch. Ich lese ab und zu mal eine Geschichte, wenn es irgendwas Abgeschlossenes anbietet. Ich mag schon verschiedene Figuren auch und so, aber ich lese nur jetzt nicht so wirklich so diese
diese fortlaufenden Serien einfach. Und was ich da eben auch teilweise nicht so mag, wenn es quasi versucht, wirklich sehr realistisch zu sein in der Zeichnung. Ich weiß, dass verschiedene Verlage zumindest zeitweise da sehr darauf bestanden haben, dass sie nicht so Cartoony-Zeichner wollten. Aber das ist genau das, was ich gerne mag. Und Matteo Scalera ist irgendwie so ein bisschen für mich der Sweet Spot dazwischen. Also der macht schon anständige Anatomie und Perspektiven und alles. Also ein hervorragender Zeichner, der auch, was die Technik angeht und das Handwerk, also wirklich, wirklich gut ist, aber durchaus auch mit gewissen Übertreibungen arbeitet oder auch mit Verknappungen in seinem Stil. Also so einen leichten Cartoony-Style schon auch hat. Es ist sehr üppig illustriert und auch die Kolorierung trägt da wahnsinnig dazu bei, also diese fremden Welten auch zeichnerisch zu beschreiben und auszufüllen. Also man kriegt da sehr, sehr viel mit von diesen verschiedenen Kreaturen und Monstern und anderen Völkern, die in diesen unterschiedlichen Dimensionen dann auch auftauchen. Das ist so eine richtige klassische Pulp-Abenteuergeschichte, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Das ist eigentlich so genau mein Ding. Das sind so Pulp-Abenteuer, auch eben mit Monstern und Dimensionen und meinetwegen auch mit Dämonen. Darf gerne ein bisschen Horror mit dabei sein und so und eben dieser Science-Fiction-Touch. Und es macht diese Serie für mich tatsächlich einfach absolut hervorragend von Anfang bis zum Ende. Es ist auch klar, dass das Konzept so mit diesen verschiedenen Dimensionen könnte sich wahrscheinlich auch relativ schnell totlaufen, aber dadurch, dass diese Serie jetzt gar nicht so lange ist mit 43 Heften, haben sie da wirklich auch eine gute Länge gefunden, die Geschichte in einem Zug auch zu Ende zu erzählen. Und ich möchte das Ende nicht spoilern, aber ich finde, es ist ein hervorragendes Ende. Man kann sich vorstellen, es ist ein relativ kein leichtes Unterfangen, so eine Geschichte, die in quasi unendlich vielen Dimensionen spielt und mit unendlichen vielen Versionen der Charaktere, dass da ein eindeutiges, befriedigendes Ende zu finden, relativ schwer sein kann. Aber ich finde, Rick Remender und Matteo Scalera und weitere Mitarbeitende haben das wirklich toll gemacht, da ein Ende zu finden, das befriedigend ist, aber auch nicht zu viel erklärt. Also es ist wirklich so, dass der Leser auch noch ein bisschen was zu tun hat im Kopf. Und ich bin froh, dass so meine Initialbegeisterung, als ich letztes Jahr den ersten Band gelesen habe, da auch im Laufe der Serie auch nicht enttäuscht wurde. Ich habe mir dieses Jahr diese drei Bände geholt und habe gesagt, okay, ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich Urlaub. Ich nehme jetzt diese eine Woche her. Innerhalb der einen Woche möchte ich das komplett durchgelesen haben und habe das dann eben auch so gemacht. Und das war, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht bereut. Tolles Erlebnis für mich quasi. Instant eine meiner Lieblingsserien geworden. Ich habe dann auch gleich mich ein bisschen in Rick Remender als Autor verliebt. Ich habe vorher noch nichts bewusst zumindest von ihm gelesen, vielleicht mal eine Kurzgeschichte oder so. Aber als ich dann danach ein bisschen auch über Rick Remender recherchiert habe, also den Namen kannte ich natürlich, aber wie gesagt, ich hatte eben von seinen großen Reihen noch nichts gelesen, habe ich auch gelernt, dass der ist ein bisschen älter als ich, der ist geboren 73, ich bin geboren 76 und ist so ein US-Skateboard-Punkrock-Kid und hat früher für Fat Records, die Plattenfirma von Fat Mike von NoFX, die eben NoFX und No Use for Name und verschiedene so Skatepunk-Bands rausbringen, für die hat Rick Remender, der auch selbst Zeichner und Grafiker ist, der hat für die Grafik gemacht eine Zeit lang, also so Plattencover und T-Shirt-Designs und solche Sachen. Das fand ich schon mal sehr sympathisch. Und überhaupt, auch auf Twitter ist er mir sehr sympathisch geworden, weil er wirklich so auch ein politischer Twitterer ist. Und wie man sich vorstellen kann, als guter alter Punkrocker, ist natürlich kein Fan der Trump-Regierung. Und das sagt er auf Twitter auch häufig und deutlich. Und das hat mir ihn als Autor, wie gesagt, auch näher gebracht, worauf ich mich dann gefreut habe, auch weitere Sachen von ihm auszuprobieren und in weitere Sachen reinzulesen. Und daher wird dann eben meine zweite Besprechung dann auch gleich die Serie Low sein von Rick Remender. Das war jetzt ein langer Monolog.
Habt ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen? Soll ich noch irgendwas ausführen oder habe ich was vergessen zu sagen, was ihr gerne noch irgendwie erklärt haben wolltet oder so? Mit was würdest du es denn vergleichen? Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das vielleicht auch? Das ist eine sehr gute Frage. Fällt mir jetzt spontan ein bisschen schwer. Nicht, weil ich glaube, dass es so einzigartig ist, sondern weil ich glaube, dass ich wahrscheinlich da nicht genug gelesen habe aus der Ecke. Ich kann mir vorstellen, ich habe diese Netflix Lost in Space Serie nicht gesehen, nur Trailer bisher, aber ich kann mir vorstellen, dass das da so ein bisschen in die Richtung geht, weil es eben auch hier wirklich in Black Science um eine Familie geht. Also Grant McKay hat eben auch seine zwei Kinder mit dabei auf dieser Dimensionssprungreise und es gibt natürlich auch noch eine Mutter, / Ehefrau dazu, die allerdings zu Hause ist in der eigenen Dimension. Also dieses Thema Familie und Familie zusammenhalten und auch Familie enttäuschen und wie das dann wieder gut machen, das ist so der Kern der Serie. Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass wir da noch hingekommen sind. Das habe ich sicherlich vergessen zu sagen. Also es geht eigentlich wirklich um die Fehler von Grant McKay und schafft er es, diese Fehler auch wieder gut zu machen, sich durch Taten bei Frau und Kindern auch zu entschuldigen und seine Familie, die an seiner Erfindung quasi zerbricht, deren Leben auseinanderbricht und das alles wieder zusammenzukriegen. Das ist, denke ich, so der Kern der Geschichte. Und das eben verpackt in eine Pulp-Sci-Fi-Abenteuergeschichte. Also ich hoffe, das genügt so als Beschreibung, weil wie gesagt, so ein tatsächliches, wenn euch das gefällt, könnte euch das auch gefallen. Komme ich jetzt spontan nicht drauf. Ist aber was ich vielleicht für kommende Folgen mir mal vornehme, dass ich dann gleich, wenn ich mir die Comics aussuche für die Aufnahme, auch sowas vielleicht noch mit überlegen kann. Guter Punkt. Ansonsten wäre ich, glaube ich, hier erstmal an einem Endpunkt, außer ihr, wie gesagt, habt noch Nachfragen zu Black Science. Gut, dann Breedstorm, magst du weiter? Nein, der Patrick ist jetzt dran, ne? Haben wir gesagt. Patrick, magst du den ersten Comic vorstellen? Okay, dann starte ich echt mal mainstreamig mit der Fluch des Weißen Ritters. Also das ist die Fortsetzung von Der Weiße Ritter von Sean Murphy. Und wir haben hier dasselbe Kreativteam, das auch den ersten Teil betreut hat. Deswegen bin ich da entgegen meiner Erwartungen dann doch eingestiegen und habe mich dann interessiert, okay, wie spinnen sie die Geschichte denn jetzt weiter? Und das machen sie dann tatsächlich ganz interessant. Also nochmal, um vor Augen zu halten, im ersten Band war es so, dass der Joker mit einem Mittel ruhig gestellt wurde und dadurch hat sich bei ihm eine zweite Persönlichkeit rauskristallisiert, Jack Napier. Also das war der Joker, bevor er komplett verrückt wurde. Und er musste einen durchgedrehten Batman stoppen. Und jetzt im Verlauf des zweiten Bandes ist es so, dass der Joker wieder die Kontrolle über Jack Napier zurückgewonnen hat. Und er will so ein bisschen das, was Jack Napier gemacht hat, rückgängig machen. Also er will sich wieder als Joker etablieren. Und deswegen rekrutiert er Azrael, den man natürlich als Batman-Veteran kennen müsste. Und Azrael fängt dann an, sehr viel Dreck über Bruce Wayne und Batman auszubuddeln, der in der Vergangenheit liegt. Und dadurch gibt es einen Kampf zwischen Joker und Batman, aber auch sein näheres Umfeld gerät ins Kreuzfeuer, weil jetzt einige auch wissen, dass Batman Bruce Wayne ist und dadurch einiges in Gotham am Bröckeln ist. Wie hat's dir denn gefallen? Wie würdest du es beschreiben, auch vielleicht im Vergleich zum ersten Teil? Also wie fandest du den ersten Teil und wie findest du im Vergleich dazu den zweiten Teil? Also ich fand den ersten Teil, der war richtig, richtig gut. Also für mich eine der besten Batman-Stories der letzten 10 Jahre. Auch diese ungewöhnliche Art und Weise. Beim zweiten,
da spinnt man diese Geschichte sinnig fort. Aber ich finde jetzt beim zweiten ist dieser Wow-Effekt, der hat so ein bisschen natürlich nachgelassen. Jetzt weiß man, worauf man sich einlässt. Und man betritt im zweiten Band dann tatsächlich doch wieder bekanntere Gefilde, auch wenn man hier nach wie vor keine Gefangenen macht. Also die Gegner von Batman, die setzen Bruce Wayne richtig unter Druck. Und dadurch kann es eben auch, ohne großartig zu spoilern, auch zu Verlusten kommen. Es wird auch ein Cliffhanger offen gelassen für einen dritten Teil, auf den ich dann natürlich auch Bock hätte. Und man streut hier dann noch eine Vergangenheitsstory von Mr. Freeze ein. Da befindet er sich in der Nazi-Zeit, also im SS-Regime. Und das verknüpfen sie auch ganz schön. Generell buddeln sie da einige Vergangenheitsstories aus. Das ganze Batman-Universum wird ein bisschen mehr mit der Geschichte verflochten. Also auch Gotham hat man da jetzt mal so ein paar hundert Jahre Zeitsprünge, um da zu zeigen, auf was für ein Fundament die Familie Wayne aufgebaut wurde und generell Gotham. Breedstorm, hast du von den Wänden was gelesen, den ersten? Ich habe den ersten gelesen, den fand ich richtig gut. Und der zweite, das wäre auch mal was, was mal auf die Anschaffungsliste gehört würde demnach, ja. Also es wäre gerade für mich, der laufenden Serie jetzt ja entsprungen ist, also ich habe die nicht mehr im Abo, ist es halt schön, wenn du so ein abgeschlossenes Ding da hast und das hat der erste Band richtig gut gemacht und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, das bei dem zweiten Band zu machen, wenn nicht das Gefühl aufkommt, dass die Kuh jetzt so lange gemolken wird, bis es stirbt, ja. Ja, so ging es mir mit dem ersten Band nämlich auch. Ich habe den auch gelesen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht so der Leser von fortlaufenden Superheldengeschichten, aber eben hier so eine in sich abgeschlossene Geschichte in einem Band. Also mir ist ja auch ein Sammelband von einer Serie von, ich weiß nicht mehr genau, 8 Heften oder so. Das hat mir dann eben auf jeden Fall zugesagt. Und auch Sean Murphy ist so einer. Ich mag seinen Zeichenstil auch sehr gerne. Auch der bisschen cartoony, aber trotzdem auch jetzt nicht zu cartoony. Das hat mich eben auch sehr angesprochen. Was ich beim ersten Band noch sehr mochte, war, wie er wirklich so aus dem kompletten Batman-Fundus auch geschöpft hat und ganz viele Verweise auch auf andere Inkarnationen gemacht hat. Vor allem auch auf die Trickserie der 90er, auf die Batman The Animated Series. Sean Murphy ist Riesenfan von dieser Serie. Der macht sogar einen Podcast mit einem Freund zusammen, wo sie, ich glaube, immer zwei Folgen der Serie pro Podcast-Folge besprechen. Das Ganze nennt sich The Badass Podcast, also B-A-T-T-A-S-S, Batman, The Animated Series oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht genau, wo die Abkürzung steht. Das ist ganz cool. Ich habe den Podcast hauptsächlich angehört, weil er hat ein oder zwei Folgen gemacht, wo sie eben über den zweiten Band sehr, sehr intensiv sprechen. Also wo er auch davon erzählt, wie so die Idee zu dem zweiten Band kam, was er da eigentlich machen wollte und was sich dann vielleicht auch verändert hat und so. Und ich habe den zweiten Band selber noch nicht gelesen, aber ich fand diese Podcast-Folge auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, möchte auch auf jeden Fall den zweiten Band noch lesen, weil ich eben, wie gesagt, den ersten wirklich sehr gut fand. Ich habe auch schon gehört, dass der zweite halt ein bisschen anders ist, aber das fände ich auch durchaus spannend, dass es nicht einfach komplett das Gleiche nochmal ist oder eine direkte Fortsetzung, sondern eben auch neue Charaktere mit reinbringt, auch ein bisschen einen anderen Weg geht. Und ja, finde ich cool. Also freut mich zu hören, dass dir das auch gefallen hat und macht mir Hoffnung, dass, wenn ich das lese, dann mir auch gefällt. Es gibt auch hier wieder einige Verweise auf andere ältere Batman-Stories, aber würde ich da jetzt näher drauf eingehen, wäre das vielleicht ein Spoiler. Deswegen lasse ich das mal, aber als alter Batman-Fan findet man da wirklich auch wieder ein paar schöne Verweise. Dieses Geschichtliche, das wurde mir ein bisschen überstrapaziert, muss ich dazu sagen. Ich will zum Beispiel nicht einen Thomas Wayne oder sonst wen dann beim Fechten sehen, ein paar hundert Jahre vorher. Das war mir dann teilweise von diesen Zeitsprüngen ein bisschen too much, aber die Idee dahinter fand ich schon klasse. Das ist es wieder auf dem DC Black Label erschienen, denke ich mal. Genau. Bist du denn der Ansicht, dass wir ein Black Label dafür benötigen, um diese Geschichte zu erzählen? Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Black Label jetzt so die super Idee war. Man hat auch früher andere Elseworld-Stories ohne dieses Black Label erzählen können. Hier war eben
anscheinend der Hintergedanke, man erzählt damit erwachsenere Stories und es ist so ein bisschen der Vertigo-Ersatz. Aber auch diese Stories hat man früher untergebracht und hat dann einen FSK 16 Fletcher draufgepatscht und das hat funktioniert. Ja gut, ich meine, früher gab es ja tatsächlich dieses Elseworlds-Label, das war ja eigentlich auch schon sowas, also da gab es ja auch ein Logo dafür, das dann auf den Comics mit drauf war, was jetzt halt Black Label ist. Ich habe bei dem Black Label nicht komplett den Einblick, es gibt ja auch Geschichten bei DC in so Einzelbänden, die nicht zwingend für ein erwachsenes Publikum sind. Ich glaube, teilweise eher für ein jugendliches Publikum sogar. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das auch Black Label ist oder ob das nochmal ein anderes Label ist. Das war nicht Black Label, das war eher sowas für Kids. Du meinst so diese Pubertät-Storyline von Harley Quinn und sowas? Ich weiß jetzt nur eben jetzt aus den letzten zwei Jahren, ich weiß, dass Nicole Gu hat irgendwie eine Batgirl-Comic gezeichnet, ich weiß nicht, wie der heißt. Also auch schon jetzt was Aktuelleres und auch in einzelnen Bänden. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie gesagt, ob das nochmal ein eigenes Label war oder auch ein Black Label. Was ich nur sagen will, ist, das ist ja auch so ein bisschen mein Problem mit Marvel und DC. Was viele ja ganz toll finden, eben so diese einheitlichen Universen, einheitlicher Kanon, einheitliche Continuity und so, alles bezieht sich aufeinander, da gibt es Menschen, die da sehr große Fans von sind, mir ist das alles zu viel, da steige ich nicht so richtig drauf ein, also da müsste ich mich zu sehr einlesen und zu viele Serien lesen, die mich dann auch nicht interessieren. Ich mag, wie gesagt, einzelne der Charaktere und deswegen mag ich es dann auch, wenn eben so einzelne Bände abgeschlossene Abenteuer sind. Aber ich sehe schon auch, dass eben ein Verlag wie DC da quasi eine Trennung macht, eben zwischen dem, was für die Hardcore-DC-Fans Kanon und Continuity ist, aber eben auch die Notwendigkeit sieht oder den Bedarf sieht, andere Geschichten zu erzählen, die eben nicht innerhalb dieser Continuity sind und dafür dann eben so ein Nebenlabel dann machen. Es kommt mir jetzt eben als so gelegentlicher Superheldenleser sehr entgegen, wo ich dann eben weiß, okay, da kann ich diesen einen Band lesen, diese eine Geschichte und ich muss mich nicht darum kümmern, was die letzten 30 Jahre in der Reihe passiert ist oder darauf hoffen, was die nächsten 5 Jahre in dieser Reihe passiert. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es da sowas gibt, weil es mir als Nicht-DC-Hardcore-Fan das Leben durchaus leichter macht. Also zum einen die Gelegenheit gibt, dass es überhaupt solche Geschichten gibt. Ich vergleiche es so ein bisschen mit den Filmen. Also ich kann als so halbgarer Fan der Figur Batman, kann ich den Film anschauen, krieg im Normalfall eine relativ runde Geschichte innerhalb von 2 Stunden oder so und muss jetzt nicht irgendwie vorher und hinter viel arbeiten. Ja? Und bei der fortlaufenden Serie habe ich immer das Gefühl, ich komme irgendwo mitten rein und müsste erstmal die 50 Hefte davor lesen und muss auch noch die 50 Hefte danach lesen, um eine ganze Geschichte zu haben. Von daher finde ich eben so abgeschlossene Bände, die auch ein eigenes Label haben, die ich dann also auch als solche erkennen kann, eigentlich gar keine schlechte Sache. Ich habe jetzt als einziges von diesem Black Label nicht diesen letzten Kreuzzug mit den apokalyptischen Batman gelesen, aber von diesem ganzen Black Label Zeug, das ich gelesen habe, war dann der Weiße Ritter tatsächlich so mein Favorit, der aus diesem Ganzen auch herausgestochen ist. Eben weil man da sich ein bisschen mehr getraut hat, als nur guckt mal, wir sind ein bisschen erwachsener, sondern da hast du eben wirklich eine schöne Geschichte, die dann auch sowas aufgreift wie Polizeikriminalität, was ja heutzutage auch richtig aktuell ist. Und da eben auch so seinen eigenen Stempel aufdrückt. Und ich habe auch Angst, dass irgendwann dieses Universum zu sehr ausschlachten. Aber bisher sind sie da auf einem guten Weg. Wenn es irgendwann mich anfängt anzuöden, dann habe ich auch kein Problem damit auszusteigen. Aber die ersten beiden Bände, die sind für sich gut gemacht und die haben mir auch als Batman-Fan richtig Spaß gemacht. Bei der monatlichen Serie bin ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr drin. Ich weiß nur, Batman wollte Catwoman heiraten und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Aber viel mehr weiß ich da aktuell auch nicht.
Ja, also dieses, dieses White Knight-Universum von Sean Murphy ist ja quasi nochmal so noch ein Unteruniversum unter dem Black Label. Also das hat ja auch mit den anderen Black Label-Titeln nicht zwingend was zu tun. Aber ich weiß, dass das auch noch weiter ausgebaut wird. Also es kommt auf jeden Fall, ich glaube, eine Dr. Freeze-Geschichte, die aber das Sean Murphy nicht zeichnet, aber ich glaube, schreibt. Also ich glaube, Sean Murphy wird so ein bisschen der Showrunner seines eigenen White Knight-Universums, wo er dann auch mit anderen Kreativteams oder überhaupt mit Teams irgendwie zusammenarbeitet, die dann Geschichten innerhalb des White Knight-Universums entwickeln. Aber ja, ich denke auch, solange daraus keine weitere Serie wird, wo man alles gelesen haben muss, ist es ja nicht verkehrt. Also da kann ja dann auch mal ein schlechter Band mit dabei sein. Wenn ich dann den nächsten Band wieder lesen kann, ohne den schlechten Band kennen zu müssen, dann, ja, dann sollen die das schon machen. Betrifft mich nicht sonderlich, aber ich bin ganz froh, wenn ab und zu mal, wie gesagt, ein guter Batman-Comic alle paar Jahre an mir vorbeikommt, den ich lesen kann, ohne komplett im DC-Universum drin sein zu müssen. Diese Mr. Freeze-Story ist aber auch tatsächlich in dem zweiten Band schon drin, wenn ich mich da nicht komplett täusche. Das war das, was ich angeteasert habe, okay, wo dann Mr. Freeze auch in der Nazi-Zeit Experimente gemacht hat. Okay, kann gut sein, dass das in dem Sammelband schon mit drin ist. Das wusste ich dann nicht. Okay, cool. Okay, mache ich mal weiter, weil es passt nämlich thematisch gerade sehr gut, weil mir geht es nämlich auch so, dass ich aus eigentlich allen laufenden Serien ausgestiegen bin. Ich hatte lange Jahre, also Jahrzehnte kann man fast sagen, ein Batman-Abo, ich hatte ein Spider-Man-Abo, Star Wars, Spawn und es wurde ab einem gewissen Punkt, wurde es mir dann halt auch einfach zu viel und bei manchen Sachen wurde es mir dann auch zu beliebig. Ja, also gerade Spider-Man oder so, das hatte Hochphasen, die ich richtig gut fand, aber halt auch immer Phasen, wo ich gesagt habe, ja, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und seitdem ich das zurückgeschraubt habe, dass ich einfach mehr zielgerichteter lese und mir die Sachen raussuche, die ich halt wirklich lesen will und nicht, was mir gerade in mein Abo-Fach gespielt wird, geht es mir auch ein bisschen besser mit meinem Leseinteresse im Allgemeinen. Und ich habe das Gefühl, dass die Verlage das aber auch schon begriffen haben und da auch schon so ein bisschen drauf abstellen und vielleicht auch ein bisschen drauf abstellen, so Altfans, also die wirklich das schon seit Jahrzehnten lesen. Es gab ja zum Beispiel von Spider-Man den Band, wo er das schwarze Kostüm das erste Mal hat, also zusätzliche Geschichten aus dieser Phase, quasi aus den 80ern, der ist neulich erschienen. Es gab ein Spider-Man-Band, in dem bei ihm die Zeit komplett normal verlaufen ist, also nicht wie im Comic, dass er immer nur wenig altert, sondern er ist dann halt nach 30 Jahren halt auch 30 Jahre älter und damit hat sich halt auch Verschiedenes verändert und er reagiert auf verschiedene Sachen, die so im Marvel-Universum passieren, auch vollkommen anders. Und das sind die Sachen, die mir aktuell aus dem Superheldenbereich Spaß machen. Und da reingeschlagen hat natürlich mit der Nostalgiebrille auch der Band Die Geschichte des Marvel-Universums von Mark Waid und gezeichnet von Javier Rodriguez, getuscht von Alvaro Lopez. Und der Band sagt eigentlich schon alles aus, was es ist. Es ist wirklich die komplette Geschichte des Marvel-Universums erzählt in, glaube ich, 8 Heften oder sowas. Und das setzt ein unheimliches Wissen erstmal und eine Recherchearbeit von Mark Waid und wahrscheinlich von den Leuten von Marvel da voraus, die das alles unter einen Hut bringen. Die Rahmenstory darum ist, dass Galactus und Franklin Richards, also der Sohn von Reed Richards und Sue, sich am Ende der Zeit treffen und bevor das Universum erlischt, lässt sich Franklin nochmal von Galactus die komplette Geschichte des Marvel-Universums erzählen. Also es ist keine durchgängige Story von irgendeinem Helden, sondern erzählt wirklich beispielhaft immer chronologisch, was in bestimmten Phasen passiert ist. Das ist ein unheimlicher Berg an Wissen und Informationen und das ist halt, ja, was ist, also ich glaube, die Zielgruppe ist halt wirklich der Altleser, der schon seit Jahrzehnten das liest und das halt auch irgendwie wertschätzen kann halt, ne? Wenn du ein komplett neuer Leser bist und kennst größtenteils die Filme von Disney, dann wirst du daran keinen Spaß haben. Also du
musst vielleicht, wenn du, keine Ahnung, in New York vor der Brooklyn Bridge stehst, dann müssen dir Panels in den Kopf kommen, gedanklich, und nicht ein Ausschnitt aus dem Film. Ne? Also in diese Phase kommt das rein, wenn ich es jetzt mal vergleiche. Ja? Das ist ein riesiger, riesiger Berg vom Wissen, der wirklich in der tiefsten Urzeit anfängt und bis auch in die weiteste Zukunft nach vorne geht. Ja. Es werden natürlich die typischen Events wie zum Beispiel Secret War oder The Infinity Gauntlet, Avengers vs. X-Men und sowas, die werden natürlich alle mit untergebracht, aber es sind auch viele kleinere Events, die dann diese Geschichte abrunden. Und da sind natürlich auch, wenn man sehr viel Marvel gelesen hat, viele Sachen dabei, die man nicht unbedingt kennt. Also was weiß ich, die Geschichte der ersten Avengers unter der Führung von Odin, also noch vor der Zeitrechnung, die kannte ich jetzt natürlich nicht. Das ist eine neuere Miniserie, die erst in den letzten Jahren irgendwann rauskam. Aber um das Ganze, damit da keiner irgendwie zurückbleibt, haben die da auch gute Querverweise, was wo erschienen ist, mit in den Band eingefügt. Also du wirst nichts verpassen, bloß weil du das vielleicht nicht gelesen hast. Und wenn du dich dafür interessierst, das wäre zum Beispiel für mich für diese First Avengers Geschichte mit Odin und ein paar anderen, die sich da durch die Urzeit metzeln, dann wirst du das finden. Das ist alles hinten immer schön glossarmäßig zusammengefasst und dann findest du das. Und es macht unheimlichen Spaß, weil die auch zeichnerisch sich immer an den Stil der jeweiligen Epoche angepasst haben. Also wenn Sachen aus den 90ern, die sind dann natürlich auch grim und gritty gezeichnet, wie man es in dieser Phase kennt, aber auch die Sachen aus den 60ern, die sind in Anlehnung dessen optisch dargestellt. Ne? Das also, und da ist wirklich alle Höhepunkte des Marvel-Universums sind dabei, Millionen von Charakteren und ja, also für mich ist es ein riesiger Haufen Spaß. Ich weiß, dass es nicht, wie gesagt, nicht für jeden was ist. Je mehr man davon natürlich kennt, umso interessanter ist es halt auch. Ne? Aber wenn man sich da einarbeiten will und sich wirklich komplett auch für das Universum interessiert, ich zeige euch das mal hier. Hier ist zum Beispiel so eine Seite, wo das erklärt ist, die verschiedenen Panels, wo du das findest. Ja. Und viel, viel Text. Ja, das ist das Glossar. Also der Rest ist ein normales Comic, ja, mit Panels, die nicht immer was miteinander zu tun haben. Ja, mit einer Hand ist gerade ein bisschen schwierig zum Halten. Aber hinten dran hast du halt immer so eine Art Glossar, der dir beschreibt, wo du was findest und was da letztendlich auch genau passiert ist, wenn du es nicht kennst. Also wenn du nicht, was weiß ich, die alten Westküstenrächer kennst, dann erklärt er dir, in welcher Serie die erschienen sind. Ja, das oder auch mit den Skrull, wann der erste Skrull-Angriff war und solche Sachen, die sind alle drin. Ist auch ein bisschen melancholisch erzählt, das Ganze. Aber wie gesagt, derjenige, der es schon Jahrzehnte verfolgt, der wird da vieles wieder erkennen, einfach auch. Ja. Also hier ist zum Beispiel so ein Panel aus den 60ern natürlich wieder, wo der Devil dieses gelb-rote Kostüm hat. Oder auch der Kampf von Ben Grimm mit dem Hulk ist zum Beispiel auch drin. Ja, also das sind alles Szenen, wo so einem alten Typen wie mir natürlich das Herz so ein bisschen halt auch aufgeht. Ne? Deswegen letztendlich schön gemachter Band, 240 Seiten, wirklich komplett mit Marvel-Historie gefüllt. Da kann man als Fan, denke ich mal, nichts falsch machen. Aber es ist ein Zeichner, der diese ganzen unterschiedlichen Stile gemacht hat? Ja, der hat sich, also er hat das nicht versucht, meinetwegen Kirby oder sowas zu kopieren, aber er geht stark in die Richtung des jeweiligen, die Zeichners halt, der die Figuren gemacht hat. Und gerade am Anfang oder aus den 60ern, was sich auf die 60er bezieht, das sieht komplett anders aus. Hier ist zum Beispiel ein Panel, was sich wieder mehr so auf die 80er bezieht, mit solchen Mega-Auftritten, wo 2 Millionen oder wo hunderte von Helden auf einer Splash-Page drauf sind oder sowas. Da hat er sich halt eher an den 80ern halt orientiert, wo das jeweilige Ereignis halt war. Ne? Und es geht halt auch weiter bis in die Zukunft. Auch hier Old Man Logan und so weiter, in die Richtung geht das natürlich auch. Und es ist riesiger Umfang und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken auch. Ja. Mich erinnert es so ein bisschen an, also von deiner Beschreibung her jetzt, an die Miniserie Marvels von Kurt Busiek und Alex Ross. Hast du die gelesen?
Ja. Okay. Ja. Ist es damit vergleichbar, dass es quasi so ein kondensierter Gang durch die Marvel-Historie ist, wieder wie so für so Leser wie mich, die nicht alle Serien gelesen haben oder lesen möchten, aber eben so einen Band, so Rundumschlag dann bekommen? Ja, Marvels hat sich ja, glaube ich, so auch auf die Perspektive bezogen der normalen Menschen, also dass das ein normaler Reporter sieht, wie die Übermenschen quasi, die Superhelden, die fliegen können, und er halt nicht aus dieser Sicht hatte das. Und das hier ist wirklich die Sicht von Galactus, der halt alles gesehen hat. Also es ist schon fast so eine Watcher-Sicht eigentlich eher, weil er halt auch alles weiß. Weiß ich nicht, ob das mit dem normalen Galactus irgendwie vereinbar ist, aber in dem Fall weiß es halt, und er erzählt Franklin Richards diese Geschichte halt. Ja, und okay, also der erzählerische Kniff ist quasi eine andere Perspektive, aber inhaltlich ist es vergleichbar. Es ist so ein quer durch die Marvel-Geschichte durch. Nee. Weil in Marvels war das ja auch zeitlich begrenzt. Also das war ja auf die Sicht der normalen Menschen gesehen. Es ging, glaube ich, tatsächlich so 40er, 50er dann los, wo die ersten Superhelden im Marvel-Universum offiziell aufgetaucht sind. Und das hier geht weit, weit zurück, ja, okay, und auch weit, weit in die Zukunft, und wirklich, es wird immer nur angerissen. Also du kannst auf einer Seite kannst du 5 verschiedene Mini-Stories haben, auf die sich das Ganze bezieht. Also ich weiß, wie du auf den Gedanken kommst, aber ganz so ist es nicht. Also das ist eine andere Perspektive. Okay, ich glaube, wir meinen schon ungefähr das Gleiche. Ich meinte jetzt auch nicht, dass es nicht die gleiche Geschichte erzählt wie Marvels, aber das ist halt quasi so wie Marvels einfach ein Abriss einer Marvel-Historie ist, die aus der fortlaufenden Continuity quasi kommt, aber halt in einem Band erzählt wird, aus einer bestimmten Perspektive heraus. Ja, wobei, wie gesagt, Marvels halt nur ein kleiner Ausschnitt im Vergleich zu dem Umfang hier ist. Ne? Also das ist ja auch die Lebensspanne desjenigen, der in Marvels darüber berichtet hat. Ich habe es dunkel in Erinnerung, es war, glaube ich, aus so einer Reporter-Sichtweise. Genau. Ja, und ja, hier ist es halt wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja. Ja. Okay, cool. Klingt gut. Hatte ich noch nicht auf dem Schirm, hatte ich noch nicht bewusst zumindest von gehört, aber es klingt so, als wäre das ein Band wieder wie für mich, der also ein bisschen ein Wissen hat übers Marvel-Universum und durchaus auch ein bisschen Interesse, aber jetzt nicht Jahrzehnte Hefte gelesen hat, aber dann so in einem Band so eine Geschichte zu kriegen, das klingt ja ganz gut. Ja, auf jeden Fall ein guter Deal. Gut. Okay, wenn keiner mehr Fragen hat zu Marvel, dann mache ich weiter in meinem kleinen Rick Remender Spotlight-Segment hier. Wie ich vorhin gesagt habe, nachdem ich mit Black Science durch war, dachte ich mir, okay, ich möchte mehr Rick Remender lesen. Habe dann mal geguckt, was die städtische Leihbibliothek so zu bieten hat. Und als meine Frau dann mal wieder hingegangen ist, hat sie mir die ersten 2 Bände von der Reihe Low mitgebracht. Low ist eine noch aktuell laufende Reihe. Ich glaube, sie erscheint nicht ganz regelmäßig. Ich glaube, es ist kein in diesem Sinne monatliches Heft. Ich bin mir aber da nicht 100% sicher. Ich weiß, die Serie ist in den USA 2014 gestartet. Die ersten deutschen Bände sind, oder der erste deutsche Band ist 2015 erschienen. Ich habe jetzt eben die ersten 2 der deutschen Bände gelesen, erschienen bei Splitter. Die Reihe ist geschrieben von Rick Remender, gezeichnet von Greg Tocchini oder Tocchini, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht. Die Farben sind am Anfang auch von Greg Tocchini selbst, später dann von Dave McCaig. Das Lettering ist im Original wieder Russ Wooten, wie schon bei Black Science. Russ Wooten ist so aktuell so der Stammletterer von Rick Remender. Die deutschen Ausgaben, die erste ist gelettert von Sven Jachmann und die zweite von Heidrun Imo. Und die Übersetzung ist von Bernd Kronsbein. Auch das eine Science-Fiction-Geschichte, allerdings zumindest, soweit ich sie bisher jetzt gelesen habe, hauptsächlich unter Wasser. Geschichte ist die Sonne expandiert und macht das Leben auf der Erdoberfläche unmöglich. Deswegen ist die Menschheit auf den Meeresgrund gezogen und hat dort eine Gesellschaft aufgebaut und lebt dort schon auch seit 10.000 Jahren.
Das ist der Moment, wo die Serie auch einsteigt. Man kriegt das also nur so vorab erzählt, aber die Serie steigt ein, diese Gesellschaft auf dem Meeresboden existiert und hat eben auch schon eine 10.000-jährige Geschichte hinter sich. Das heißt, es haben sich auch ganz neue Mythen und Historien natürlich entwickelt. Bevor die Menschheit ins Wasser gezogen ist, hat sie auch Sonden ins All geschickt auf der Suche nach bewohnbaren Planeten. Also das Ziel war eigentlich, dass man vorübergehend unter Wasser geht und dass man dann irgendwo im All einen Planeten findet, auf den man dann übersiedeln kann. Aber nach 10.000 Jahren ist die Hoffnung klein, beziehungsweise auch geschwunden, dass das noch passieren könnte. Mittlerweile ist es auch so, dass die Luft, die Atemluft unter Wasser auch vergiftet wird. Also auch die Menschheit unter Wasser sieht sich quasi demnächst dem Untergang entgegengehen. Die Geschichte setzt da ein, dass eine dieser ausgeschickten Sonden zurückkehrt. Also man kriegt ein Signal von der Erdoberfläche und verschiedene Leute glauben, also hauptsächlich die Protagonistin glaubt, dass eben dies eine Sonde ist, die Protagonistin heißt Stelle Kane, dass dies eine der Sonden ist und dass also möglicherweise dass es einen Erfolg gab auf der Suche nach einem Planeten, auf dem man übersiedeln kann. Und sie will sich auf den Weg machen an die Erdoberfläche, um dort eben diese Sonde zu finden, um diese Ergebnisse da auch zu finden. Auch hier ist es wieder eine Familiengeschichte. Es gibt einen Ehemann, es gibt zwei Töchter und einen Sohn, relativ jungen Alters zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte einsteigt und sie sich auf den Weg machen, um diese Sonde zu finden. Auf dem Weg werden sie allerdings von Piraten überfallen. Die Kinder werden entführt. Der Mann wird getötet. Es stellt sich raus, der Mann war der letzte Träger eines Kampfanzuges. Also diese Träger dieser Kampfanzüge sind auch so mythische Figuren, eben aus dieser 10.000-jährigen Vergangenheit. Ich kenne noch nicht die komplette Geschichte, deswegen weiß ich auch noch nicht komplett, was es so mit diesen Anzugträgern so auf sich hat. Aber diese Piraten erkennen das eben auch und denken sich, ja, super, das ist auch die Gene dieser Anzugträger sind auch super wichtig und so. Also entführen sie die Kinder, bringen den Mann um. Die Geschichte macht dann auch einen Zeitsprung, wo die Protagonistin Stelle Kane sich dann eben aufmacht, zu dieser Sonde zu finden und ja, auch ihren Kindern wieder begegnet. Diese Kinder, die eben unter sehr anderen Bedingungen, auch getrennt voneinander aufgewachsen sind, sehr unterschiedliche Leben bekommen haben, teilweise schönere, teilweise nicht so schöne, teilweise sind da auch nicht zwingend nette Menschen dabei rausgekommen, aufgrund der Erziehung durch Piraten etc. Die Protagonistin ist so der personifizierte Optimismus. Rick Remender sagt im Vorwort zu dem Buch auch, dass ihm das irgendwann aufgefallen ist, dass er keine optimistischen Charaktere schreibt und dass er das sich quasi mal zur Aufgabe gemacht hat, dass er jetzt eine Reihe schreibt, um einen Charakter, der einfach so endlos optimistisch ist. Und das auch zum Thema auch der Geschichte macht. Also der ganze Antrieb des Abenteuers und auch des Fortlaufs entspringt eigentlich diesem grundlosen oder bodenlosen Optimismus der Hauptfigur, den sie eben auch an ihre Kinder weitergeben wollte, versucht hat weiterzugeben in den Jahren, die sie miteinander hatten. Und dann eben auch im Verlauf der Geschichte die erwachsenen Kinder immer wieder auch darauf referieren, dass eben, ja, dieser Optimismus der Mutter eigentlich, dass man sich daran ein Beispiel nehmen muss, um auch weiterzukommen und vielleicht auch das Überleben der Menschheit, also das eigene Überleben und im Endeffekt dann auch das Überleben der Menschheit eventuell sichern zu können. Auch hier wieder Abenteuergeschichte, Kämpfe, Piraten, Unterwassermonster, all sowas ist mit dabei. Ist an sich für mich eine relativ interessante Prämisse, auch eine ganz interessante Geschichte. Mich hat der erste Band nicht so richtig gekriegt gehabt. Ich habe angefangen zu lesen und ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen. Und ich habe mich lange gefragt, woran es liegt. Und im Laufe des ersten Bandes habe ich so, ich sag mal so zwei Sachen
2,5 Sachen für mich identifiziert, die mir es da ein bisschen schwer gemacht haben. Zum einen der Zeichenstil. Ich finde, dass der Zeichenstil zum großen Teil, ich möchte sagen, zu verwaschen ist. Also es sieht teilweise für mich aus wie so, ihr kennt so Modeillustrationen, so Designillustrationen. Also so Zeichnungen, die immer so aussehen, als man hat da, es ist alles zu erkennen, was man braucht, aber es ist nicht so richtig zu Ende gezeichnet. Und so, finde ich, sieht auch dieser Comic aus. Auch was die Farben angeht, alles so ein bisschen verwaschen, relativ konturlos. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, Figuren so richtig zu erkennen, wo gerade was so Monster angeht und sowas, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, was ist jetzt gerade tatsächlich die Bedrohung? Ich erkenne mehr so einen Fleck. Ich nehme an, die Intention dahinter ist vielleicht tatsächlich dieses Darstellen von einer Unterwasseroptik. Das würde sich für mich logisch anhören, dass dann unter Wasser eben auch alles so, ja, verschwommen dann auch aussieht. Es macht es mir dann aber, wie gesagt, als Leser teilweise schwer, so richtig zu erkennen, was in einzelnen Panels so genau gerade passiert. Wer da was von welcher Seite mit wem und warum. Das macht es mir ein bisschen schwierig, teilweise reinzukommen. Und was ich dann auch noch für mich identifiziert habe, ist das deutsche Lettering. Ich habe mir dann mal den Spaß gegönnt und habe einen Vergleich gemacht mit der US-Ausgabe und der deutschen Ausgabe. Die Serie ist im Original auch bei Image erschienen. Und für so die fortlaufenden Serien bei Image kann man auf der Webseite bei Image immer so das erste Heft als Leseprobe lesen. Und das habe ich dann mal gemacht, habe mir das erste Heft von Low auf dem Tablet hergenommen und habe dann mal Vergleiche angestellt, wirklich so Seite für Seite, jetzt nicht das komplette Heft, aber mehrere Seiten aus der deutschen Ausgabe mit der amerikanischen Ausgabe verglichen. Und ich muss sagen, das deutsche Lettering ist eine Frechheit. Es macht es mir schwierig, tatsächlich zu lesen. Also ich lese amerikanische Comics meistens im Original. Deswegen bin ich vielleicht, bin jetzt auch kein regelmäßiger Splitter-Leser. Vielleicht ist das auch eine Splitter-Sache. Also ich habe ja gesagt, die beiden deutschen Bände sind von unterschiedlichen Menschen gelettert. Das macht jetzt dem Stil aber keinen großen Bruch. Also ich glaube, das ist ein Hausstil, würde ich vermuten, den Splitter hier anwendet, der aber nichts mit dem Original-Lettering zu tun hat. Wie gesagt, Russ Wooten ist der Original-Letterer. Wenn man sich das mal vergleicht, also der Stil, den Russ Wooten da anwendet, findet sich in der deutschen Ausgabe überhaupt nicht wieder. Und ich finde das in der deutschen Ausgabe auch dann erschwert zu lesen, verglichen mit dem Original-Lettering. Das finde ich eine schwierige Sache. Lettering ist sowieso natürlich so ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema im Comic generell. Wie gesagt, ich bin ja mit einem Letterer befreundet, deswegen ist es auch ein Thema, das mir darüber näher gebracht wurde. Ich war jetzt auch nicht schon immer bedacht auf Lettering und kenne mich auch nur ein bisschen aus und erkenne auch nicht so viel, was gutes und schlechtes Lettering ist. Ich lerne dazu, ich erkenne jetzt schon ein bisschen was. Aber da ist es mir dann eben doch extrem aufgefallen, dann im direkten Vergleich, wie groß die Unterschiede sind. Und wie sich das auch bei der Leserlichkeit dann auch auswirkt. In meinem Kopf habe ich so ein bisschen verglichen mit einer schlechten Synchronisation. Wir haben alle Filme in Synchronisation gesehen. Ich bin kein Verteufler von Synchronisation. So die großen Filme, die ins Kino kommen, sind in Deutschland eigentlich auch sehr gut synchronisiert. Und ab und zu gucken wir aber halt auch mal irgendeinen billigen Film, der günstig synchronisiert wurde. Und da ist es dann auch gerne mal schlecht synchronisiert. Und das versaut einem dann manchmal auch den Filmgenuss und reißt einen raus, lässt einem nicht so richtig die Immersion erleben, weil man eben immer so diesen Disconnect hat aufgrund der schlechten Synchronisation. Und so ging es mir bei der Splitter-Ausgabe von Low, wie gesagt, leider auch mit dem Lettering. Dazu noch die Zeichnungen wahrscheinlich, die auch ein bisschen. Genau, es war dann so ein Zusammenspiel, ja, also ist richtig. Also, eins von beiden hätte wahrscheinlich gereicht. Also, wenn ich
werde mir jetzt nicht die englischen Ausgaben kaufen, aber ich würde eigentlich ganz gerne das Experiment mal machen, den kompletten Band nochmal auf Englisch zu lesen und dann sehen, ob ich besser reinkomme, also wenn das Lettering zumindest schon mal besser ist, ob dann die Zeichnungen als alleiniger Grund mich nicht so sehr dann rausnehmen, wie es jetzt hier im Zusammenspiel war. Die Übersetzung habe ich jetzt nicht komplett mit verglichen. Ich habe einzelne Panels dann oder Sprechblasen mal verglichen, was die Übersetzung angeht. Die schien mir hier und da auch ein bisschen gestelzt, nicht ganz so flüssig, nicht ganz so sehr wie ein natürlicher Dialog. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt nicht genug verglichen, um da ein richtiges Urteil abliefern zu wollen. Da möchte ich mir jetzt also doch etwas zurückhalten, was die Übersetzungsarbeit angeht. Aber ich finde, das ist ein Thema, das ich zum einen spannend finde und zum anderen eigentlich auch diskussionswürdig. Also auch wie gehen deutsche Verlage mit Originalmaterial um? Was wird dem deutschen Leser präsentiert, der eventuell auch keinen Zugang zur Originalausgabe hat? Und mit was für Unterschieden, in Anführungsstrichen, muss der deutsche Leser dann eventuell eben auch leben, die auch dazu führen, dass er sich eine Meinung zu dem Comic bildet, die aber vielleicht mit dem Original gar nicht so richtig was zu tun haben. Klar, Lettering ist nur ein Aspekt, das ist immer noch, dass eine Übersetzung irgendwie einen Bruch schafft, das ist vollkommen klar. Also das ist, glaube ich, auch jedem Leser bewusst, dass er immer weiß, wenn ich eine Übersetzung lese, eventuell ist es im Original irgendwie ein bisschen anders. Da kann ich jetzt vielleicht Rick Remender den einen oder anderen Dialog nicht anlasten, der mir nicht gefällt. Vielleicht ist da in der Übersetzung auch was verloren gegangen. Ich glaube, das kriegen die meisten Leser hin. Lettering ist, glaube ich, so ein Aspekt, über den sich die meisten Leser da keine Gedanken machen, wo ich aber glaube, dass es durchaus einen Unterschied machen kann. Es war für mich jetzt auch, glaube ich, das erste Mal so richtig, dass ich so einen Vergleich angestellt habe. Weil, wie gesagt, meistens lese ich diese Sachen sowieso im englischen Original, weil ich da meistens eher rankommen oder es günstiger ist oder früher veröffentlicht oder was auch immer. Aber hier habe ich den Vergleich eben mal gemacht, weil ich eben wirklich das Gefühl hatte, dass vielleicht ist es das Lettering. Ich habe es gelesen und dachte mir, vielleicht ist das Lettering ein Problem. Und dann ist mir so klar geworden, ich weiß eigentlich, im Amerikanischen gibt es kein, also soll es kein Lettering geben mit kleinen Buchstaben. Das ist so eine Regel. Und hier, Low vom Splitter Verlag, ist eben mit kleinen Buchstaben gelettert, also Großbuchstaben am Anfang des Wortes und dann Kleinbuchstaben. Dachte mir, okay, das ist im amerikanischen Lettering, macht man das eigentlich nicht. Jetzt habe ich Black Science von Russ Wooten gelettert gelesen, da wusste ich, da macht er das auch nicht. Also schaue ich mir mal die amerikanische Ausgabe von Low an, stelle fest, ja, okay, Russ Wooten, soweit mir gesagt wurde, einer der besten aktuellen Letterer, oder zumindest ein Lieblingsletterer von manchen Leuten im amerikanischen Comic, also ein Mann, der was kann in seinem Geschäft, stelle fest, ja, in der amerikanischen Ausgabe kann der auch wieder was. Das Lettering ist wunderbar, ist auch wunderbar lesbar. Und ja, wie gesagt, sieht eben komplett anders aus als in der deutschen Ausgabe und das finde ich dann schwierig. Also ich möchte eigentlich als Käufer, in dem Fall habe ich es jetzt geliehen, aber an sich, wenn ich es kaufen würde als Käufer, möchte ich natürlich eigentlich, dass eine Übersetzung, eine Übertragung möglichst nah am Original ist. Das heißt, dass die Übersetzung natürlich möglichst den Inhalt des Originals möglichst nah trifft und dann aber eigentlich auch die Bildgestaltung, die Gestaltung der Seite. Jetzt an den Zeichnungen, klar, verändert man nichts. Vielleicht durch den Druck, dass bei der Farbgebung sich ein bisschen was verändert, das ist auch klar. Aber dann, dass die Gestaltung des Letterings so anders ist, finde ich dann, wie gesagt, problematisch. Es kann durchaus sein, ich bin dann da auch nicht genug im Thema drin. Was mir aufgefallen ist, es scheinen die Sprechblasen nicht verändert worden zu sein. Ich glaube, die haben die gleiche Platzierung und Größe wie in den Originalausgaben. Das heißt also, möglicherweise ist das etwas, was auch das deutsche Lettering dann mit beeinflusst, weil häufig deutsche Übersetzung mehr Zeichen, mehr Wörter braucht als ein englisches Original. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Deutsche Bücher sind gerne mal länger als die Originalausgaben, einfach aufgrund dessen, dass die deutsche Sprache dann andere Formulierungen und mehr Wörter braucht. Fantasy-Romane, die im Englischen ein Buch sind, sind im Deutschen gern mal zwei. Und also möglicherweise führt das dazu, dass das Lettering im Deutschen dann eben auch ja anders gemacht wird, einfach um es in die Sprechblase reinzukriegen.
mag ein Grund sein, aber wie gesagt, mir kam es ein bisschen so vor, mir wirkten die Sprechblasen so ein bisschen wie so Aufkleber. Also wie so Aufkleber auf eine Comic-Seite, die aber eben dadurch nicht als Einheit sich dann präsentieren, sondern dass die Sprechblase in dem Moment mehr so ein bisschen so ein Fremdkörper auf der Comic-Seite ist. Aber vielleicht bin ich da auch komisch. Vielleicht haben wir Hörer, die das auch gelesen haben, denen das überhaupt nicht so geht. Schreibt uns gerne. Ich fände das eine spannende Diskussion. Breedstorm wird sicherlich am Ende dieser Aufnahme auch nochmal die Kanäle sagen, über die man uns im Zweifelsfall auch mal anschreiben kann. Also wer da eine Meinung dazu hat, meine Meinung oder eine andere Meinung, jede Meinung dazu, fände ich spannend, da Feedback zu bekommen. Patrick, Breedstorm, habt ihr irgendwie eine Meinung zu Lettering? Habt ihr euch schon mal damit beschäftigt? Habt ihr schon mal angeschaut, wie so Vergleiche sind, deutsches Lettering versus amerikanisches oder welches Land auch immer Lettering? Ist das ein Thema, mit dem ihr euch schon beschäftigt habt? Ich habe mich jetzt noch nicht sehr damit beschäftigt, weil mich das tatsächlich nicht so hundertprozentig interessiert. Also klar, wenn es massive Dinge gäbe, die mich da stören, aber da fällt mir vielleicht eher die Übersetzung negativ auf als das Lettering. Aber ich wollte fragen, wer hat das denn überhaupt gelettert? Ja, ich habe es vorhin gesagt, in der deutschen Ausgabe, das erste Buch ist von Sven Jachmann und das zweite ist von Heidrun Imo. Okay. Also auch nicht konsistent, okay. Ich habe mir gerade im Vergleich mal das Splitter-Lettering hier von Black Hammer angeguckt und das ist Dirk Schulz und Marlena Baro und da ist es mir, habe ich es nochmal reingeguckt und da ist mir eigentlich positiv aufgefallen, obwohl die es da auch gemacht haben mit Groß- und Kleinbuchstaben halt, den deutschen Sehgewohnheiten halt entsprechend halt, ne? Aber okay, das Low habe ich tatsächlich bei Comixology den ersten Band gelesen, deswegen kann ich jetzt zu der deutschen Ausgabe da auch nicht viel sagen. Und ich bin da jetzt auch nicht so involviert. Mich stört da eher eine schlechte Kolorierung oder eben auch eine schlechte Übersetzung. Also wenn die Kolorierung da wirklich die Atmosphäre rausnimmt oder nicht die Stimmung trifft, die sie soll, das stört mich dann schon eher. Bin da auch ganz beim Breedstorm. Also Splitter hat bisher einiges auch gut gelettert und gut übersetzt. Bisher habe ich mich dann noch nie so wirklich gestört. Vielleicht ist es mir auch deswegen nicht aufgefallen. Und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass der Sean Murphy einen anderen Letterer im neuen White Knight Band hat. Auch das wäre mir jetzt ohne deine Aussage nicht wirklich aufgefallen. Auch das weiß ich nur. Wie gesagt, ich habe den zweiten Band ja nicht gelesen. Und dadurch, dass ich also mit einem Letterer sehr gut befreundet bin, kriege ich ein bisschen mehr über das Thema mit. Und jetzt im Falle von White Knight weiß ich es auch nur. Also der erste Band ist von Todd Klein gelettert. Todd Klein, eigentlich so die amerikanische Lettering-Legende, hauptsächlich aus den 90er Jahren. Und der zweite Band ist von Darren Bennett gelettert. Und das weiß ich deswegen. Also Darren Bennett lettert aktuell einiges an Batman-Sachen bei DC. Und Darren Bennett ist quasi der Chef von meinem Freund David. Also Darren Bennett gehört das Lettering-Studio, für das auch David arbeitet. So habe ich das mal mitbekommen, dass David mir erzählt hat, dass Darren eben den zweiten Band lettert. Deswegen weiß ich das. Aber es ist natürlich auch so, das muss man natürlich auch mit dazu sagen, gerade wenn so ein Letterer wechselt, also zum einen viele Verlage haben trotzdem einen gewissen Hausstil oder so gewisse Hausregeln, die an Letterer dann auch weitergegeben werden. Also Letterer, es ist auch nicht so, dass das Letterer immer das machen können, was sie gerne machen würden. Die regen sich auch oft genug darüber auf, dass Verlage oder Autoren oder was irgendwelche Ansprüche an das Lettering haben, die eigentlich schlecht sind aus Letterer-Sicht. Und dann in so einem Fall wie jetzt mit dem White Knight, da war wahrscheinlich, würde ich vermuten, auch die Vorgabe, dass Darren sich da auch mit orientiert am Lettering der ersten Ausgabe, dass er jetzt da nicht was komplett anderes macht, sondern sich da auch am Lettering von Todd Klein mit orientiert. Ist nur eine Vermutung, wie gesagt, ich habe den zweiten Band noch nicht gesehen, ich kann da jetzt nichts vergleichen, aber auch da muss man irgendwie dazu sagen, dass der Letterer derjenige ist, der es gemacht hat, aber nicht immer derjenige ist, der auch jede Verantwortung bezüglich des Lettering zu verantworten hat. Die machen Sachen, würden Sachen gerne manchmal anders machen, kriegen aber dann eben Vorgaben von Redakteuren oder Verlagen, wie die Sachen gerne hätten.
Ja, ist ein Thema, mit dem sich auch ich, wie gesagt, mich lange nicht beschäftigt habe und das noch so ein bisschen stiefmütterlich ist, mit dem sich die meisten Leute nicht beschäftigen. Viele Leute sagen einfach, Lettering fällt nur auf, wenn es schlecht ist und solange es nicht auffällt, ist alles in Ordnung. Mich hat es einfach mal interessiert, weil das jetzt eben so ein Fall war, wo es mir eben tatsächlich mal aufgefallen ist. Da trifft dann tatsächlich auch wieder dieser Synchro-Vergleich. Ja. Also eine schlechte Synchro fällt auch eher auf als eine gute. Genau. Ja, ist richtig. Ja, das ist auch so ein Ding, das ist ein ganz eigenes Thema, auch was Film angeht, habe ich mich auch mal lange, das heißt lange nicht, aber ich habe mich auch mal mit jemandem auch gestritten, ist zu viel gesagt, aber da ging es um Musik im Film und da hat irgendein Dozent hatte mal gesagt, Musik darf nicht auffallen im Film und da bin ich ein bisschen anderer Meinung und beim Lettering kann man das glaube ich auch so sagen, es gibt Leute, die sagen, naja, Lettering darf nicht auffallen, dann ist es gut. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen eine jüngere Bewegung, jetzt gerade wieder im US-Comic, die aber auch sagt, Lettering ist auch Gestaltung. Lettering ist ein grafisches Element einer Comicseite. Dementsprechend kann man da auch einen Stil haben, also dass eben auch bestimmte Letterer irgendwie auch erkennbar sind, dass es eben auch ein Element ist, das man mitlesen kann. Und zwar nicht nur die Buchstaben, sondern auch die Gestaltung der Sprechblasen, der Buchstaben. Dass also das auch als gestalterisches Element, wie die Zeichnung wirken kann und dementsprechend auch ein positives oder negatives Erleben dann auch sein kann. Aber wie gesagt, das ist so eine glaube ich, kleine Strömung, weil Lettering wirklich bisher so der Aspekt ist, der beim Comic-Machen von den meisten Leuten, sowohl Lesern als auch Machern, am meisten vernachlässigt wird. Gut, kurzer Exkurs dazu. Ich würde sagen, Patrick, magst du weitermachen mit dem nächsten Band? Hallo Leute, hier ist der Andi, der Zukunfts-Andi, der jetzt gerade am Schnitt sitzt von dieser Ausgabe 88 und ja quasi sowas wie der vierte offizielle Cookie inzwischen ist. Yeah! Ich will mich hier mal kurz reindrängeln, weil nämlich, wie das so ist, wenn man neu startet und das erste Mal, zumindest in dieser Konstellation, übers Internet miteinander spricht, da gibt es technische Probleme und auch das ist hier der Fall gewesen. Das heißt, alles, was ihr ab jetzt vom lieben Andi hört, vom Andi Preller, hat nicht ganz die Qualität, die es bis jetzt hatte. Es gibt also quasi hier den Mitschnitt, den wir aus dem Backup rekonstruieren. Das klingt manchmal einfach ein bisschen kacke, ist aber wirklich noch gut hörbar und die kleinen Aussetzer, die ihr später bei der Umfall habt, sind total verkraftbar. Also für euch nur noch mal der Hinweis, ab jetzt ist die Audioqualität bei Andi Preller etwas schlechter, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir schon bei der nächsten Ausgabe wieder geballert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, dann nehme ich jetzt noch mal die leichte Kost. Quality Land von Marc-Uwe Kling. Band 1.1, das ist von Zachary Talent gezeichnet und ist beim Voland Verlag oder Voland Quist Verlag rausgekommen. Wir haben hier eine Zukunftsdystopie. Also, jeder nimmt quasi den Beruf seines Vaters an. Also die Söhne, die von ihren Vätern, die Töchter von ihren Müttern. Und dementsprechend fällt auch der Nachname aus. Wenn da zum Beispiel ein Harry ist und der Vater ist Handwerker, dann ist er auch von Geburt an direkt mal als Handwerker und heißt dann Harry Handwerker oder Maschinenstandhalter etc. Und wir haben hier einen Hauptcharakter, der ist am Anfang noch so jemand, der muss Maschinen verschrotten. Und irgendwie bringt der das nicht so ganz übers Herz und hat dann so eine kleine Kammer, wo dann diese ganzen nicht verschrotteten Dinger in so einer Kammer gesammelt werden. Und die haben natürlich alle eine KI, unterhalten sich dann miteinander. Da haben wir eine Sexpuppe mit Erektionsstörungen. Wir haben einen Androiden, der Sachen nicht mehr ausliefern kann, weil er den irgendwie bekritzelt hat. Dann haben wir einen leicht kaputten Fernseher. Und irgendwann kommt da so eine gewisse Neuerung. Es gibt dann so eine Dating-App. Und die Dating-App schlägt seiner Freundin vor, hier, es gibt ein paar Dutzend andere Partner, die vielleicht besser für dich wären. Wie sieht's denn aus?
Er hat natürlich keinen Bock drauf, aber die Freundin versucht sich dann daran. Und dadurch wird dann der ehemalige Verschrotter, weil er sich dann gehen lässt, auch zu einem Arbeitslosen. Dann heißt der Arbeitsloser mit Nachnamen, hat dann seine kaputte Elektronik, mit der er dann die Zeit verbringt. Und wir haben noch einen zweiten Handlungsstrang mit einem Präsidenten. Er sieht exakt so aus wie Bill Pullman aus Independence Day. Und genau deswegen wurde er als Präsident gecastet. Und bisher haben sich diese beiden Handlungsstränge noch nicht überschnitten, aber es ist wirklich interessant gemacht. Es ist so, wie so eine Kreuzung aus diesem Mark-Uwe-Kling-Humor und Black Mirror. Nur, dass mir hier bei den Zeichnungen tatsächlich so ein bisschen so diese Zukunftsdetails fehlen. Also viele Sachen werden nur über Erzählungen und über Werbeeinblendungen als Worldbuilding betrieben. Aber viel von dieser dystopischen Zukunft sieht man dann im Detail tatsächlich leider nicht. Was ich so ein bisschen schade finde, gerade ich als Blade Runner-Fan hätte da gern mehr von dieser Zukunftsvision auch gesehen. Hat jemand das Buch gelesen? Nein, aber ich kenne tatsächlich die Känguru-Chroniken. Also bin ich so ein bisschen mit dem Kosmos von Mark-Uwe Kling vertraut. Also ist das also vergleichbar vom Stil, würdest du sagen, wer die Känguru-Chroniken mag auch Quality Land oder ist das doch anders? Wer den Humor mag, kommt da definitiv auf seine Kosten. Es ist nur eben noch so ein bisschen düsterer gehalten. Und wie gesagt, diese Zukunft ist nicht so ganz ausgearbeitet, wie sie sein sollte. Ungewöhnlich finde ich hier, dass es wie bei zum Beispiel den Hörbüchern von Mark-Uwe Kling ist, dass diese ganzen Dinger in einzelne Episoden unterteilt sind. Du hast hier nicht Seite 1 bis 150, sondern diese ganzen Episoden, die haben Seite 1 bis 7 und dann fängt die Zählung neu an. Also bei der nächsten Episode hast du dann wieder nur 5 bis 8 Seiten. Also es ist nicht durchgehend durchnummeriert. Du könntest diese einzelnen Episoden auch teilweise losgelöst voneinander lesen. Hättest dann nette kleine Sketche, aber so ein bisschen bauen die dann doch aufeinander auf und haben dann so eine leichte Dramaturgie und Charakterentwicklung. Vielleicht hast du es erwähnt und ich habe es verpasst. Ist das ein einzelner Band oder wird es fortgesetzt? Das ist Band 1.1. Da wird ein zweiter Band kommen. Ah, ja. Und es ist ja auch eine HBO-Serie geplant, von der ich mir dann erhoffe, dass man mehr von dieser dystopischen Zukunft auch sieht im Detail. Aber es gibt da teilweise auch über diese Dialoge nette Details, also diese Androiden und diese KIs, die können so richtig dein Konsumverhalten bestimmen. Die kriegen zum Beispiel auch direkt mit, ach, unser Hauptcharakter ist getrennt, deswegen bekommt er dann von so einem Androiden jeden Morgen so ein Sixpack Bier hingestellt, weil die wissen, ja, okay, jetzt wird er entsprechend viel trinken. Und wir haben dann auch, wie es bei Netflix schon zu sehen ist, auch so individuelles Fernsehen. Und hier können die sich dann teilweise ihr Programm selber schneiden. Wir haben dann ein Game of Thrones, wo die Familien alle noch leben, wo es ein großes Happy End ist, weil das so auf den Zuschauer individuell zugeschnitten ist, dass sie alle irgendwie so ein anderes Erlebnis von der Fernsehserie oder von Fernsehserien haben. Okay. Ich bin in diesem Mark-Uwe Kling-Universum überhaupt nicht drin. Vor Jahren wurden mir mal die Känguru-Chroniken empfohlen und vor allem auch die Hörbücher. Und ich habe dann mal kurz reingehört und habe sehr schnell festgestellt, dass das nicht für mich ist. Aber ich kenne viele Leute, die da große Fans von sind, von den Büchern und den Hörbüchern. Von daher, das mit der, also ich, wie du das vorgeschlagen hattest, ich hatte zwar mitbekommen, dass Quality Land, der Roman oder das Buch rausgekommen war, aber dass es da eine Comic-Adaption dazu gibt, das wusste ich noch gar nicht, bis du es gesagt hast. Und das, was du jetzt gerade auch noch HBO-Serie gesagt hast, wusste ich zum Beispiel natürlich dann auch überhaupt nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich spannend, dass das so verschiedene Adaptionsformen dann auch bekommt. An sich klingt's nicht verkehrt. Also in den Comic würde ich vielleicht mal reingucken, wenn der mir mal in die Finger kommt. Aber wie gesagt, ich bin ansonsten so von dem Universum, von dem Mark-Uwe Kling-Universum
ja, bin ich nicht drin. Breedstorm wirkte da gerade ähnlich. Ja, vielleicht ist es so ein Jahrgang 1976-Ding. Also ich habe, meine Frau hat es auch gehört und ich habe da auch reingehört und ich muss sagen, also nach 2 Minuten hatte ich den Wunsch, diesem Tier den Kopf abzuschlagen, wenn das irgendwie geht, weil es mich mit seiner dümmlichen Art so genervt hat, dass ich es wirklich hätte umbringen können. Also es ist, aber andere, was du jetzt erzählt hast, das hört sich für mich interessanter an und vielleicht schwätzt da auch kein Känguru mich mit seiner nervigen Art voll. Also das wäre schon ganz gut. Also man muss sagen, wenn einen das Känguru genervt hat, hier in Quality Land gibt es zwar Nervcharaktere, aber die sind besser dosiert als das Känguru. Ich bin jetzt auch kein Überfan der Känguru-Chroniken, aber ich sag's mal so, für die jetzige Zeit ist es genau das Richtige, dass man da manchmal die richtigen Werte vermittelt. Vielleicht für die Generation. Meine Generation ist es auch nicht, ich bin Jahrgang 86, aber ich kann dem Ganzen noch ein bisschen was abgewinnen, auch den Känguru-Chroniken. Aber ich finde, der Quality Land zeichnet sich schon allein wegen diesem dystopischen Zukunftsszenario, das sie halt im Detail leider nicht zeigen, dann doch ein bisschen mehr aus und ist dann auch vielleicht ein bisschen was für Science-Fiction-Fans. Ja, klingt doch nicht verkehrt. Ja, hast schon geschafft, dass ich mir zumindest mal eine Leseprobe reinfahren werde. und diese Werbeanblendungen, die erinnern an tatsächlich so ein bisschen an die Werbeanblendungen von Shooting Ramirez, wenn man das noch kennt. Den möchte ich auch noch lesen. Der kam letztes Jahr raus, als ich gerade auf Reisen war. Ich war ja fast das ganze Jahr auf Reisen und dann tauchte der irgendwie so wahrscheinlich in meinem Social Media auf und den fand ich sofort spannend. Ich mochte sofort den Zeichenstil. Konnte natürlich noch nicht jetzt dieses Jahr alles mir zulegen, was ich letztes Jahr auslassen musste. Da fehlt mir jetzt auch der Comic-Salon. Also Comic-Salon wäre jetzt so ein Moment gewesen, wo ich dann so die ganzen Comics mal hätte jetzt dann einkaufen können, die ich ja, wie gesagt, jetzt letztes Jahr verpasst habe oder die jetzt gerade so rausgekommen sind und nachdem Comic-Salon jetzt nicht stattgefunden hat und ich natürlich jetzt auch seit Monaten nicht im Comicladen war, bin ich bei Shooting Ramirez auch habe ich noch nicht zugeschlagen, aber den möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Dann irgendwann in einer zukünftigen Folge Comic Cookies. Genau. Ach, und es gibt natürlich einen Cliffhanger, der Bock auf mehr macht. Wie sie es gehört. Natürlich. Cool. Noch irgendwas dazu zu sagen oder noch irgendwelche Fragen dazu? Sonst kann der Breedstorm mit seinem nächsten Band weitermachen. Dann würde ich mal die Serie Gevatter von Schwavel vorstellen. Schwavel ist ein deutscher Zeichner, der ja schon seit Jahrzehnten in der Szene unterwegs ist. Er hat zum Beispiel mitgemacht bei III Comics damals mit Bela B. zusammen, war auch Art Director bei den Ärzten und sehr bekanntes Werk von ihm ist Schweinevogel. Das ist so sehr cartoonige Geschichte, um eben eine Mischung zwischen einem Vogel und einem Schwein. Es war jetzt nicht so 100% meins. Was mich dann aber wirklich weggerissen hat von ihm, waren seine Sachen, die so ein bisschen realistischer sind, wie zum Beispiel die Serie Seelenfresser. Das ist so ein bisschen Graphic Novel mäßig, wenn ich das so beschreiben darf, wo er halt wirklich einen realistischeren, sehr dunklen Stil gewählt hat. Bisschen Horror-Thematik verwendet hat. Und als ich dann gesehen habe neulich, als ich bei Quimi gestöbert habe, dass Gevatter schon 3 Bände draußen sind oder 3 Hefte, muss man ja ganz klar sagen, habe ich dann mal zugeschlagen und habe mir die alle geholt. Das ist, glaube ich, auf 4 Hefte ausgelegt, die ganze Serie. Und das ist ein Projekt, was von einer Funus-Stiftung unterstützt wird. Das ist eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Tod und Ableben und so weiter ein bisschen mehr in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken, weil das ist ja oftmals ein Tabuthema, wo man nicht gern drüber nachdenkt. Und diese Stiftung möchte das mit diesen Comics auch, wo sie ihn beauftragt haben, mit in den Fokus rücken und haben das Ganze unterstützt, so dass das bei Glücklicher Montag erscheinen konnte im Heftformat und das für einen sehr, sehr schmalen Preis von 3,90 € pro Heft.
Also da denke ich, da ist wirklich und die Qualität ist echt super, ist dickes Papier, sehr schön gedruckt, also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, sind da natürlich auch Parts drin, wo sie über genau dieses Thema reden, aber ich sag mal, wenn ich eine Serie lese mit dem Namen Gevatter, dann will ich natürlich auch mit dem Thema Tod konfrontiert werden. Zur Erscheinung gibt es noch, es gibt immer reguläre Cover von Schwavel selber, aber es gibt auch immer Variant-Cover. Das erste war zum Beispiel eins von Sascha Wüstefeld, der zum Beispiel das Upgrade gemacht hat, der hier eine wundervolle tote Ratte gezeichnet hat. Das zweite ist Ingo Römling. Kann man auch sehr schön nehmen. Und das dritte, was ich mir natürlich signiert habe, schicken lassen von Quimby, ist von Sarah Borini, die hier einen sehr schönen Gevattertod an sich gezeichnet hat, also einen Totenschädel. Aber die Cover sind alle sehr hübsch. Ja, also ja, die. Ja. Mit Sascha Wüstefeld hast du ja tatsächlich einen von Steffens Lieblingszeichnern. Ja, er hat sich das auch geholt, hat er mir gesagt, ja. Das lässt er sich natürlich nicht entgehen und das wäre sicherlich was geworden, wenn Erlangen stattgefunden hätte, hätte ich mir das da gekauft. So habe ich halt diese Bestellung bei Quimby gemacht, Hashtag no Werbung, weil ich da einfach sehr viele deutsche Zeichner unter einem Hut zusammenführen konnte und mir das halt einfach komplett hab schicken lassen von dem. Worum geht's eigentlich? Davon habe ich noch gar nichts erzählt. Und zwar ist es so ein bisschen autobiografisch, was ich ja sowieso sehr gern mag. Und Schwavel erzählt da aus seinem Leben, er beginnt quasi so ein bisschen mit seiner Kindheit in der DDR, wie er da so die ersten Begegnungen mit dem Tod bekommen hat, dass er, was weiß ich, erstmal so einen künstlichen Totenkopf gesehen hat und der hat ihn halt fasziniert, aber dann auch später. Als er gemerkt hat, dass die Großmutter, dass es der nicht gut geht und dass es der eigentlich immer schlechter geht und wie ist deren Beerdigung zum Beispiel dann verlaufen oder auch der Tod von Tieren, von Haustieren oder sowas wird thematisiert. Und das alles im sehr realistischen Stil, schwarz-weiß gehalten und es kommt wirklich sehr gut rüber halt dieser Stil in den Zeichnungen halt, ne? Also das mag ich wirklich sehr, wie er das macht. Wie gesagt, Schweinevogel war es dann bei mir nicht so ganz, weil mir das zu cartoonig an sich ist, aber das hier, das genau wie es auch eigentlich in Seelenfresser gemacht hat, das ist genau mein Ding und da hatte ich richtig Bock drauf. Und auch so ein bisschen episodenhaft erzählt, also jetzt natürlich, es gibt eine grobe Handlung, dass er auch mit seinem Psychologen darüber spricht, was ihn vielleicht berührt hat. Und das Ganze dehnt sich dann später noch aus, wie er später zum Metaller geworden ist, was mich sowieso immer sehr am Land spricht, aber auch wie er jemanden verfolgt hat, von dem sie mitbekommen hat, dass er jemanden vergewaltigt hat, also es ist sehr viele autobiografische Teile, sehr viel schwarze Erlebnisse, die er so gehabt hat in seinem Leben und natürlich auch das Thema Suizid wird angerissen halt, ne? Also das ist, auch das gehört zum Thema Tod für ihn mit hinzu. Es ist aber auch hinten in dem Heft eine komplette Seite mit diversen Hilfsnummern, Kontaktstellen oder sowas, Telefonseelsorge, Deutsche Depressionshilfe, was auch ein Thema ist, was ihn begleitet und das alles hinten drin, ein richtig schönes Gesamtpaket, weil es gibt mit ihm auch immer ein Interview, wo er das Ganze so ein bisschen erklärt und auch Thema Depression und so weiter und so fort. Das ist alles sehr schön mit eingebracht. Aber auch mit den anderen Künstlern, also auch mit Sascha Wüstefeld, Sarah Borini sind Interviews drin. Also es ist ein richtig schönes Gesamtpaket. Das sind, glaube ich, immer hier so 30 Seiten. Ja, über 30 Seiten. 34 Seiten sind es jeweils pro Heft, 3,90 €, also da kann man wirklich gar nichts verkehrt machen und sieht wunderschön aus und wer diese Düsternis mag, die dem Thema natürlich innewohnt, also das für mich ist das wirklich ein richtiges Highlight, das hat mir saugut gefallen. Klingt gut, sah spannend aus, also so Schwarz-Weiß-Indie-Comic finde ich auch immer gut und so dieses Heftformat sah auch ganz spannend aus, tolle Cover. Also ja, würde ich auch auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
Ich habe auch Bock auf jeden Fall. Das ist auch was, was man sich jederzeit auch mal so schnell mitnehmen kann. Wenn du da so ein Band hast, der gleich bei Splitter manchmal so, ja, 25 Euro, 30 Euro, ole ole, da überlegst es dir. Aber wenn da halt 3,90 Euro draufsteht oder meinetwegen, wie es bei Plemplem ist, 5,90 Euro, also da überlegt man ja dann ja nicht lange halt, ne, wenn es einem optisch sofort gefällt. Ne? Also das, wie gesagt, gern mehr im Heftformat. Es gibt ja noch weitere Verlage, die das machen. Und ja, also ich bin auf den Abschluss von dieser Geschichte gespannt. Und wie gesagt, auch Seelenfresser, andere Baustelle ist aber auch sehr zu empfehlen. Das ist ja schon abgeschlossen und könnte gerade dir, Andi, mit deinem Horror-Thema, das ist auch so ein bisschen cineastisch inszeniert, das Ganze, das wird dir wahrscheinlich auch gefallen. Schwabel ist auch so einer, den ich auch schon länger mal so auf der Liste habe. Das ist immer, da siehst du beim Comic-Salon, siehst du mal irgendwelche Leute in Panel-Diskussionen oder sonst irgendwas und denkst dir, Mensch, ja, von dem sollte ich auch mal was lesen. Und es gibt dann immer mehr Comics als Zeit und Geld und Platz in der Wohnung. Und Schwabel ist da so einer, den ich auch schon lange irgendwie auf dem Schirm habe. Es ist aber auch so, dass ich, wenn die Comics wirklich einfach so im Comicladen leicht liegen würden, würde ich es auch schneller mal mitnehmen. Aber ich glaube, seine Comics sind halt nicht, die liegen nicht einfach so rum. Ich glaube, die muss man meistens dann eher doch wirklich bestellen. Mhm. Und das habe ich dann bisher einfach noch nicht gemacht. Aber ja, sollte ich mal. Ich glaube, vielleicht müssen wir einfach auch mal so rundum so Paket packen. Der Breedstorm packt lauter Sachen in einen Karton und schickt das dann mir und ich pack Sachen in einen Karton und schickt das an Patrick und so schicken wir im Kreis die Sachen, die wir uns nicht kaufen. Ah, cool. Es gibt auch ein sehr schönes Interview, das beim Telestammtisch geführt wurde mit Schwavel. Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Salon oder bei welcher Veranstaltung das war, aber das kann man sich sicherlich sehr schnell ergoogeln und er erzählt auch einiges zu seinen Werken. Gut, dann mache ich weiter mit meinem letzten Buch für heute. Kein Rick Remender Comic, es tut mir leid. Das ist keine komplette Themensendung. Ich hatte schon fast gewissensbiss überhaupt zwei Rick Remender Titel reinzunehmen, aber ich dachte mir, das gehört irgendwie zusammen. Nein, einen deutschen Band, Der Umfall, erschien im Avant Verlag 2018, geschrieben und gezeichnet von Michael Ross. Aktueller Anlass, der Comic hat jetzt gerade den Max und Moritz Preis 2020 als bester deutschsprachiger Comic gewonnen. Ich hatte mir, bevor die Verleihung war vom Max und Moritz Preis, das war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einer Woche etwa, verschiedene dieser Vorstellungsvideos angeschaut, die der Comic Salon gemacht hat zu jedem einzelnen Nominierten und der Umfall war eins der Videos, die ich mir auch angeschaut hatte und auch einer der Bände, die mir am meisten ins Auge gesprungen sind, wo ich mir dachte, ja, das sieht aus, als würde mir das gefallen und das klingt auch nach einem Thema, das ich spannend finde und dann hat es auch den Preis gewonnen und dann habe ich den Band auch gelesen und bin sehr begeistert gewesen. Also ich kann jetzt nicht über alle anderen Nominierten sprechen, wie die im Vergleich zum Umfall in meiner Wertung abschneiden würden, aber ich glaube, der Umfall ist ein würdiger Preisträger, jetzt einfach mal so für sich genommen. Was ich ganz spannend finde auch bei dem Projekt ist, dass es eigentlich ein Auftragscomic ist. Michael Ross, Zeichner Mitte 30, Mitte Ende 30, ursprünglich aus München, lebt in Berlin, wurde angefragt von der evangelischen Stiftung Neuer Karode. Das ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Das ist quasi ein komplettes Dorf, wo ich habe also zumindest ein Interview, Michael Ross vor 2 Jahren gegeben hat, da sagt er, da leben 800 Betreute und da arbeiten 1000 Betreuer. Es ist eine Einrichtung, die es zu dem Zeitpunkt seit 150 Jahren gab und diese Einrichtung hat sich gedacht, zum 150-jährigen Jubiläum hätten wir gerne einen Comic, dass jemand einen Comic über unsere Einrichtung macht. Sie haben mit verschiedenen Zeichnern gesprochen. Soweit ich das verstanden habe, war Michael Ross der Dritte, den sie da eingeladen haben und der dann eben auch zugesagt hat, die anderen beiden wollten das Projekt dann irgendwie nicht machen.
Michael Ross hat dann über einen Zeitraum von 2 Jahren immer wieder in diesem Dorf gelebt. Er hatte da quasi eine Ferienwohnung, wo er dann immer hingefahren ist, ein paar Tage dort verbracht hat, dann wieder nach Berlin, wieder ein paar Tage in Neuakerode verbracht hat, die Menschen dort kennengelernt hat, Gespräche geführt hat, Interviews gemacht hat. Und aus diesen Gesprächen und aus diesem aus dieser Gemeinschaft, sondern Amalgame, Erfindungen, aber schon auch Erlebnisse, die ihm dort berichtet wurden oder die er dort auch selber hatte, die er dann eben in diesem Comic verarbeitet hat. Das ist die Geschichte von Noel. Noel ist ein junger Mann unbestimmten Alters. Das sagt einem der Comic nicht, wie alt er ist, der zu Beginn mit seiner Mutter zusammenlebt, Mutter alleinerziehend. Die Mutter erleidet einen Schlaganfall. Aber man kriegt schon mit, dass Noel irgendwie, dass die Situation nicht richtig gut behandeln kann, dass er irgendwie so bestimmte Eigenheiten hat, die eben dann auf eine geistige Behinderung auch hindeuten, nicht auf dem Silbertablett serviert. Also es wird niemals gesagt, diese Figur hat diese Einschränkung, diese Figur hat dieses, diese Figur hat jenes, sondern die Figuren werden einfach ganz normal einfach als Menschen dargestellt, werden in ihrem Umfeld dargestellt, werden in ihren Aktionen, in ihren Gesprächen dargestellt und im Umgang miteinander und natürlich auch mit anderen Personen des Lebens. Die Mutter erleidet also diesen Schlaganfall und Noel wird in diese Einrichtung gebracht. Eine Situation, die er natürlich erstmal auch nicht so richtig versteht, was mit der Mutter tatsächlich so richtig passiert ist, dass er auch nicht mehr nach Hause zur Mutter kommt. Das ist natürlich Thema der Geschichte dann auch, dass er eigentlich wieder zur Mutter zurück möchte und das dann auch versucht. Aber er kommt in diese Einrichtung und dann ja gibt es da ein gewisses Personal an Figuren, die er dann dort trifft, die auch so ihre Eigenheiten haben, beziehungsweise natürlich auch Betreuer. Und dann werden so kleine Geschichten erlebt. Er verliebt sich in ein Mädchen, lernt andere Leute kennen. Es gibt eine ältere Dame, die dort auch lebt, die eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Wie gesagt, Neuakerode als tatsächliche Einrichtung, 150 Jahre alt, dementsprechend natürlich auch während des Dritten Reiches aktiv gewesen. Und im Nachwort spricht der Leiter dieser Einrichtung eben auch darüber, wie dieses Projekt zustande gekommen ist. Finde ich auch ganz spannend. Das steht nicht am Anfang des Buches. Wenn man das Buch einfach nur von vorne her liest, erfährt man nicht wirklich, dass das eine reale Einrichtung ist. Das erfährt man dann eigentlich erst im Nachwort. Jedenfalls spricht dieser Einrichtungsleiter auch darüber, dass sie eben auch als ernsthafte, diesen Comic als ernsthafte Chronik quasi sehen wollten. Also nicht als so genau war es, aber das zeigt als Repräsentation, was unsere Einrichtung ist und dabei auch nicht das Kapitel Drittes Reich auslassen wollten. Dementsprechend gibt es eben diese ältere Dame und es gibt eben auch dazu tatsächlich ein Äquivalent. Also Michael Ross hat tatsächlich von einer älteren Dame die das Dritte Reich in dieser Einrichtung also auch schon miterlebt hat, die also schon seit Jahrzehnten in dieser Einrichtung, in diesem Dorf wohnt, die hat eben diese Geschichte erzählt, wie sie mit noch 2 Geschwistern in diese Einrichtung gekommen ist, ich glaube 2 Brüder, die Brüder dann aber irgendwann abgeholt wurden, also dass eben diverse Bewohner dieser Einrichtung dann einfach in Lager gebracht wurden von den Nazis und sie eben ihre Brüder dann auch nie wieder gesehen hat und sie lebt immer noch in dieser Einrichtung und quasi diese Geschichte findet sich in einer Variation auch in dem Comic wieder. Der Comic beschreibt, soweit ich das verstanden habe, so das erste Jahr von Noel in dieser Einrichtung, eben wie gesagt, die so dieses Ankommen, Leute kennenlernen, wieder weg wollen, sich eingewöhnen, sich mit manchen Leuten arrangieren, mit anderen Leuten nicht so sehr und irgendwie auch am Ende dann sich heimisch fühlen. Also der Comic hat traurige Momente, hat eben auch diese düsteren Momente, gerade im Dritten Reich, hat aber auch hoffnungsvolle Momente. Also diese Einrichtung
Hinterlässt durchaus natürlich einen positiven Eindruck dann auch auf den Leser. Also ich fand es eine herzergreifende Geschichte, eine schöne Geschichte, toll gestaltet. Das Michael Ross hat so einen Buntstiftstil, in dem das gezeichnet ist. Erinnert so an verschiedene auch so französische Vorbilder, Christophe Blain zum Beispiel, der auch irgendwie ein Vorbild oder ein Zeichner ist, den Michael Ross auch besonders gut findet. Also ich fand es ein ganz tolles Buch. Ich habe es sehr schnell gelesen, weil es mich auch wirklich gepackt hat, also sowohl von der Gestaltung her als auch von der Art und Weise, wie es erzählt. Also gerade so dieses, dass es einem einfach nicht so plakativ irgendwie jetzt so Probleme der Betreuung von Menschen mit Behinderung irgendwie erklärt werden, sondern dass einfach hier werden einfach Charaktere nahegebracht in ihrem alltäglichen Leben, auch wenn das ein Leben ist, das die meisten von uns jetzt so für sich nicht so erleben, die wir nicht unter solchen, die wir nicht solche Behinderungen haben. Aber das ist eben so eine erfrischende Art und Weise, finde ich, mit so einem Thema auch umzugehen, so ein Thema zu behandeln und das einfach nicht so zu tun, als wären das irgendwie besonders schlimme Fälle. Also wird nicht so auf die Tränendrüse gedrückt, es wird nicht so eine Mitleidsnummer irgendwie daraus gemacht, sondern es sind einfach, es sind Figuren, sind Charaktere, die es so oder so ähnlich im echten Leben auch gibt, die eben da eine wunderschöne Geschichte erzählen, die ich absolut lesenswert finde. Patrick, ich glaube, du hast es jetzt dann auch gelesen oder wolltest zumindest, richtig? Genau, ich habe das auch gelesen, also Hintergrund bei mir war auch der Michael Ross hat mir diesen Valentin aus diesem Buch in mein Sketchbuch reingezeichnet und dann hat es mich dann doch interessiert, okay, wer ist denn das jetzt in mein Sketchbuch? Und dann wollte ich dann doch wissen, was die Geschichte dahinter ist. Du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht, gerade dass man auf den letzten Seiten das mit der Einrichtung erklärt, macht es einen auch möglich, dass er diese Leute normal sieht und auch mit denen mitleidet, mitfiebert. Da wird nie dieser Zeigefinger geholt, so ja, seid nett zu diesen Menschen, sondern es wird tatsächlich am Schluss erst gezeigt, dass auch beeinträchtigte Menschen ein Recht auf ein normales Leben haben. Und deswegen fand ich das auch wirklich schön, dass es da so eine Einrichtung gibt, wo die ein normales Leben führen können, ohne jetzt der großen Spott ausgesetzt zu sein. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also Michael Ross sagt auch, dass er auch, ja, er war, wie gesagt, der dritte Zeichner, der für das Projekt angefragt wurde. Und auch er hat jetzt nicht sofort die Arme in die Luft geworfen und gesagt, juhu, das mache ich, sondern hatte natürlich auch so gewisse Bedenken bei dem Projekt. Zum einen natürlich, wie kommt er überhaupt dort so mit den Menschen klar? Wie kommen die mit ihm klar? Wie entwickelt sich daraus eine Geschichte? Aber ein Bedenken, das er auch hatte, war, wie mischt sich diese Einrichtung denn auch in die Gestaltung des Comics ein? Das ist der erste Comic, den er selbst geschrieben hat. Er hat vorher schon zwei Bände illustriert, die er mit einem belgischen Szenaristen zusammen gemacht hat, die auch in Übersetzung bei Avant erschienen sind. Und wie gesagt, das ist der erste Band, den er selbst gestaltet hat. Und er sagt, die Einrichtung hat sich überhaupt nicht eingemischt in die Gestaltung des Buches. Also er konnte dort komplett frei diesen Comic gestalten, was natürlich für einen Auftragscomic eine Wahnsinnssituation auch ist, dass er da diese Möglichkeit hatte, da zwei Jahre quasi zu leben und zu recherchieren und dann seinen eigenen Comic zu machen. Also es ist eben nicht auch eine Werbeveranstaltung oder ein Werbeflyer für diese Einrichtung, sondern auch wenn dieser Comic nicht auf einer wahren Einrichtung basieren würde, wäre es ein wunderschöner Comic. Und es ist eigentlich ja umso erstaunlicher, dass es eine Auftragsarbeit ist, was wahrscheinlich die meisten Leser auch gar nicht wissen oder mitkriegen. Und das braucht es auch überhaupt nicht, dieses Wissen. Wie gesagt, es ist nicht, steht nicht auf dem Cover hier zum 150. Jubiläum der Evangelischen Stiftung. Es steht nicht vorne im Buch. Der Comic selber ist quasi vollkommen unbelastet von der Situation, eine Auftragsarbeit zu sein. Finde ich eine Wahnsinnssituation, dass da ein deutscher Zeichner so ein Projekt machen kann, wie andere Zeichner ja auch.
ja, ein irgendwas, was recherchieren und daraus dann einen Comic machen, wie sie ihn machen wollen. Nur in diesem Fall, dass tatsächlich eigentlich das Thema oder das Objekt der Geschichte sogar der Auftraggeber auch des Comics war. Auch hohen Respekt vor der Stiftung Neuer Karode, dass sie Michael Roster wirklich so haben freie Hand gegeben haben und haben machen lassen und da auch einen tollen Partner offensichtlich gefunden haben, der wirklich einen fantastischen Comic abgeliefert hat, der, muss ich ganz ehrlich zugeben, bisher auch an mir vorbeigegangen war. Wie gesagt, erschienen 2018. Gut, ich war 18, 19, war ich viel mit Reiseplanung und Reisen auch beschäftigt. Ich habe jetzt auch nicht immer alle Comics auf dem Schirm. Ich bin froh, den jetzt auf den Schirm bekommen zu haben und auch gelesen zu haben. Das ist ein Comic, den ich auf jeden Fall, glaube ich, viel weiterempfehlen werde. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, dass wir in unserem Leben nicht immer bei jedem Menschen, den wir kennen, auf großes Verständnis stoßen, wenn wir sagen, wir sind Comic-Fans, wir lesen viel Comics. Nicht jeder versteht das. Manche Leute sind dann aber auch trotzdem interessiert. Ich glaube, dass der Umfall so ein Band ist, den man prima Leuten in die Hand drücken kann, die sonst nicht zwingend Comics lesen, die sich aber für interessante Geschichten, für gute Literatur interessieren, für Reportagen und Recherchen. Er ist von der Gestaltung her gefällig, nicht negativ gemeint, sondern er ist wunderschön illustriert, aber nicht irgendwie in einer avantgardistischen, surrealen Grafik oder so, die einem Nicht-Comic-Leser jetzt überfordern würde. Ich glaube, das ist etwas, was... Also sage ich zumindest mal aus meiner Erfahrung, und ich denke, dass es anderen Comiclesern auch so geht. Ich habe das häufig nicht verstanden, wenn Menschen zu mir sagen, sie wissen nicht, wie sie einen Comic lesen. Ich kenne das von Dirk, meinem Podcast-Partner bei Das Alles, der nicht viel Comics liest und der immer mal wieder sagt, er hat tatsächlich Schwierigkeiten von wo nach wo und wann und warum und dass ihnen die Zeichnungen beim Lesen im Weg sind und sein Lesefluss verlangsamen. Das ist er nicht gewohnt, weil er sehr schnell Bücher liest und dann, dass er sich dann auch noch Bilder anschauen muss, verlangsamt sein Lesen und das ist einfach ein Lesen, das er nicht gelernt hat. Deswegen irritiert ihn das. Ist ein Phänomen, das ich nicht kenne. Aber dass ich mittlerweile irgendwie verstehen und nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass der Umfall, wie gesagt, von seiner Gestaltung her niemanden überfordert. Also auch Nicht-Comic-Leser sollten da, glaube ich, reinfinden. Und aber eben auch mit der Erzählweise und mit der Geschichte was Tolles präsentiert bekommen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Buch zum Verschenken und Verleihen und Weiterempfehlen, auch für Leute, die nicht regelmäßig Comics lesen. Also das... sagen, echt ist ein Hit. Vor allem, es ist auch ein schöner Appell wirklich an die Menschlichkeit, den man da aufgefahren hat. Und ich mochte auch gerade diese Unaufgeregtheit, mit der das Ganze erzählt wurde. Dadurch wirken dann diese emotionalen Momente eben auch emotionaler, eben weil das nicht so pathetisch daherkommt, sondern es erwischt dich direkt frontal. Ich hatte diesen Comic damals nicht gekauft, weil ich tatsächlich diese Kooperation mit den Belgier gekauft hatte bei der Signierstunde. Und da waren so mehr Horroranleihen, deswegen habe ich da natürlich dann dem den Vorrang gegeben. Find's zwar schade, dass ich das bis vorgestern vernachlässigt hatte, aber jetzt habe ich diese Lücke geschlossen und bin dankbar wirklich für diesen netten kleinen Comic. Also ich würde sogar sagen, man kann den Leuten empfehlen, die auch Fuchskind mochten. Ja, dann Patrick, magst du weitermachen mit? Okay, dann kommt jetzt tatsächlich das große Monsterprojekt. Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris. Sie hatte 2001, da wurde sie von einem Moskito gestochen und hatte dann das West Nile Fieber. Dadurch war sie eine Zeit lang wirklich halbseitig auf der rechten Seite gelähmt und paralysiert, konnte nicht wirklich zeichnen. Dann hat sie sich irgendwann so eine kleine Feder an den Zeigefinger gemacht und hat dann so immer wieder angefangen, in so einen Notizblock reinzuzeichnen und hat sich so quasi wieder so angefangen, das Gefühl in den Finger rein zu zeichnen, auch wenn sie heute noch sagt, und das ist 2001 passiert, dass sich das in ihrer rechten Hand immer noch teilweise ein bisschen befremdlich anfühlt. Aber
schon allein die Entstehungsgeschichte zu diesem Comic ist so spektakulär, dass man dazu anscheinend jetzt auch in der Zeit einen Comic zur Entstehung zu Am liebsten mag ich Monster im selben Stil gemacht hat. Und dieses Projekt war wirklich einige Zeit lang von Unglücken überschattet. Eine Lieferung ging verschollen oder ist abgesoffen. Ich würde sagen, da liest ihr am besten zu diesen anderen Comic, wie das entstanden ist, aber die Hintergrundgeschichte allein dazu ist sehr heftig und sie hat diesen großen Comic-Durchbruch dann erst mit 58 Jahren gehabt. Also ihr Debüt ist mit 58 Jahren entstanden. Und in diesem Comic, der ist auch so ein bisschen autobiografisch, da geht's um ein kleines Mädchen, das entdeckt gerade so ein bisschen die Sexualität. Man spielt damit so ein bisschen, dass sie lesbisch, bisexuell, whatever ist. Es geht um die 10-jährige Karen Race. Sie führt Tagebuch und da fließt natürlich alles aus ihrem Alltag mit ein. Und irgendwann ergibt sich dann in der Nachbarschaft so ein Mordfall, bei dem sie dann natürlich ermittelt und ihr alter Ego ist so ein Werwolf-Detektiv. Und alles, was sie erlebt, versucht sie auch immer wieder mal mit Kunsthistorie und mit Monster-Trash-Filmen zu bewältigen. Und ja, wir sind hier in den 60er Jahren. Sie ist lesbisch, lebt in einem relativ zerstrittenen Familienumfeld. Also bringt sie sich alles, was sie weiß, entweder durch Kunst oder durch Horrorfilme bei. Und schon allein das ist eine interessante Ausgangslage für einen Comic. Und die es ist aufgemacht wie ein Notizblock, in den mit Kugelschreiber reingeschrieben wurde. Und da hat die Emily Ferris gesagt, ja, also der Stil ist eben so in Notizblock, da schreibst du ja überwiegend mit Kugelschreiber. Alles andere wäre wahrscheinlich nicht authentisch genug. Und dieses Notizbuch, das fühlt sich wirklich mächtig an, wie so ein Telefonbuch vom Umfang her. Und irgendwann stößt sie da auch auf eine Nazi-Story über Kinderprostitution, die in diesem Mordfall auch noch mit einfließt. Man merkt jetzt schon anhand von meiner Stimme und wie ich da versuche, dem Ganzen gerecht zu werden, die Themen überschlagen sich, man könnte da leicht überschlagen werden. Deswegen friemelt euch da so ein, wer darauf Bock hat, sollte sich da mal so ein bisschen reinfriemeln und nicht direkt genervt in die Ecke legen, sondern da wirklich mal ein paar Stunden Zeit geben. Gerade weil es so eine ungewöhnliche Mischung ist und in Tagebuchform ist und ein kleines Kind hat eben keine große Aufmerksamkeitsspanne. Auch das kriegen sie authentisch hin, dass du denkst, okay, das ist eine 10-Jährige, die das Ganze erzählt. Und diese 10-Jährige erlebt dann auch ihr Umfeld dann teilweise etwas böser, als es dann tatsächlich ist. Mich hat dieser Comic tatsächlich dann ziemlich umgehauen. Teil 2 und auch diesen Comic, der um die Umstehung des Comics geht, werde ich mir auch unbedingt ansehen. Also, man hat hier ein offenes Ende, der Mordfall ist nicht geklärt. Aber es ist wirklich so eine Art Comic, die ich davor noch nie gelesen habe. Und deswegen fand ich es auch schade, dass Emil Ferris dann ihren Signiertermin in Frankfurt dann leider absagen musste, gesundheitlich bedingt. Aber es geht ihr besser und 2021 soll dann auch der zweite Band erscheinen. Darauf freue ich mich jetzt schon mal richtig. Man muss dazu sagen, am liebsten habe ich Monster hat natürlich auch jetzt den Max- und Moritz-Preis gewonnen. Würdest du sagen, das ist gerechtfertigt? Also man hört es ja schon so ein bisschen raus aus deiner Begeistertheit, aber ja, es ist gerechtfertigt. Mhm.
Und wegen diesem Max- und Moritz-Preis haben wir es ja letztendlich dann auch reingenommen, damit wir ein noch aktuelles Thema haben. Und wenn sich da krass diese Rezensionen und die Preise überschlagen, dann kann man dem auch gerne auf den Zahn fühlen und dann holt man den Comic eben gerne nochmal raus und findet, der verdient auch mehr Beachtung. Also alle, die ein Faible für Horror, Coming of Age, auch für Geschichtliches haben, die können sich da gerne rantrauen, aber man muss sich da vielleicht ein bisschen reinfriemeln, aber man ist dann am Schluss wirklich belohnt für diese Mühe, die man dann da rein investiert hat. Kennst du I Kill Giants? Das geht ja auch so ein bisschen so in die Richtung. Ich kenne den, aber der hat mich dann tatsächlich mehr an 7 Minuten bis nach Mitternacht erinnert, an diesen anderen Film, wo es darum geht, dass ein Junge die Krebskrankheit seiner Mutter verarbeiten muss. Aber auch Krebs spielt hier eine Rolle, das kann man schon sagen. Es gibt so leichte Überschneidungen, nur ist Monster tatsächlich ein Monster in Sachen Umfang dann. Ja, das ist halt auch die Einstiegshürde, die preisliche, die mich so vom sofortigen Kaufen so ein bisschen abgehalten. Ja. Also da hätte ich doch vorher am liebsten nochmal reingeblättert, ja. Aber wenn du sagst, es ist gut, dann kommt das natürlich auch mit auf die Liste. Ist gut. Vielleicht würde ich an deiner Stelle erstmal diesen Entstehungscomic abwarten, dass du da vielleicht mal eher reinliest, weil das soll ein Comic-Heft sein. Vielleicht weißt du dann eher, ob dir das zusagt oder nicht. Ja, hört sich auf jeden Fall wie ein guter Tipp an. Zur Not geht dann tatsächlich irgendwann mal das Wanderpaket rum, aber da mache ich dann versicherten Versand, weil den Comic will ich dann wieder halt zurückhaben. Das ist klar. Okay. Hat sonst noch jemand Fragen dazu? Ich habe den Comic bisher einmal in der Hand gehabt. Ich habe sehr, sehr viel Gutes über den gehört, dass er rauskam auch. Also gerade auch in der Horror-Ecke wurde der sehr viel besprochen und sehr gut befunden. Ich habe ihn nur einmal kurz in der Hand gehabt. Glaube beim letzten Comic-Salon wahrscheinlich. Glaube ich, dass ich da reingeblättert habe. Mich interessiert es auch. Ich hatte in dem Moment nicht sofort den Zugang zur grafischen Gestaltung, weil es eben doch ja so ein bisschen so wie so ein Notizbuch ja auch und gestaltet ist und jetzt nicht zwingend so sequenziell, was nichts Schlechtes ist oder so. Aber in dem Moment hatte ich nicht sofort den Zugang, dass ich ihn jetzt sofort mitgenommen hätte. Ich habe das aber häufig, dass ich Bücher auch mehrfach anfassen muss oder auch manchmal auch 2 Jahre danach noch mal anfassen muss, bis ich dann einfach in dem richtigen Moment bin, dass ich den Zugang dazu habe, dass ich das Werk dann auch anständig lesen und beurteilen kann. Und ja, vor 2 Jahren war der Moment halt zumindest in diesem einen Moment eben gerade nicht, als ich es in der Hand hatte. Wenn ich es jetzt zum Beispiel aus der Bücherei oder so kriegen würde, dann würde ich es sofort lesen. Zum Kaufen war es jetzt in dem Moment halt noch nicht. Aber klingt ja, also interessiert mich. Im Grunde ist das ja so, dass da eine 10-Jährige ihren Notizblock da führt und da wirklich alle Einflüsse aus ihrem Leben da verarbeitet. Und das muss dann eben auch der Leser machen. Und gerade bei den Sachen, wo es dann um Jugendprostitution geht, das hat bei mir reingeballert wie, es war wie so ein unangenehmer Schlag in die Magengegend. Das hat mich dann auch heftig erwischt. Gerade weil das auch noch mit der NS-Zeit verbunden ist. Und da wirklich, gerade diese Storyline ist dann heftiger als die Hauptstory. Aber das hat mich dann richtig auf den falschen Fuß erwischt und war schon sehr heftig. Gut. Dann Black Hammer. Black Hammer. Black Hammer. Ja, das Maximum Opus zum Schluss. Also, Black Hammer, natürlich von Jeff Lemire. Zu Jeff Lemire muss ich erstmal sagen, dass es nicht sofort so eine Liebe von mir war. Ich bin aufmerksam auf ihn geworden, als Sweet Tooth kam. Und da hat mich einfach das Cover abgeschreckt. Ja, also, es war halt wirklich, sein eigener Zeichenstil hat mich nicht von Anfang an mitgenommen. Irgendwann habe ich dann aber doch mal zugegriffen und habe es wirklich begeistert gefeiert. Also Sweet Tooth und auch noch andere Sachen, Essex County und wie heißt es, The Underwater Welder hatte ich mir noch besorgt. Der Unterwasserschweißer. Genau, also und habe das wirklich sehr gefeiert und da war es eigentlich auch klar, dass Black Hammer mit in die Sammlung musste, obwohl er das nicht selber gezeichnet hat. Also er wollte das wohl ursprünglich zeichnen, aber durch verschiedene Umstände ist es dann dazu gekommen, dass es dann doch Dean Ormston gezeichnet hat.
Und wir waren ja letztes Mal in Erlangen bei seiner Signierstunde, also es war ja nicht nur Signierstunde, sondern er hat auch noch ein bisschen was erzählt. Er hat live gesketcht, Andi, ne? Da warst du mit dabei gewesen, ne? Genau. Und da habe ich mir den ersten Band dann geholt, als er auf Deutsch erschienen ist. Das war ja auch dieser Zeitraum, wo der kurz davor auch erschienen war. Und ja, das ist natürlich ein Schatz jetzt in meiner Sammlung mit dem Sketch drin, auch wenn er eigentlich nicht der Zeichner von der Serie ist. Worum geht's im Black? Ja, der Steffen, das Glücksschwein, hat natürlich noch einen riesigen, riesigen Sketch von ihm bekommen, von diesem Flipchart. Ne? Oh. Ne? Da hat er ja so live so ein bisschen was gezeigt. Ich weiß gar nicht, was es war, Batman oder irgendwas. Also während er was erzählt hat, hat er da rumgesketcht und der Steffen, das Glücksschwein, hat diesen Flipchart-Sketch von ihm bekommen. Ich hoffe, er versauert jetzt nicht irgendwo bei ihm, sondern hat einen würdigen Platz gefunden. Das Glückskind. Nein. Aber. Ja, ja. Steffen. Mann. Ja, ja, ja. Das kann er. Also. Black Hammer indes ist schon eine Superhelden-Serie. Und zwar geht es da um die Helden von Spiral City. Die haben eine böse Bedrohung, die so ein bisschen ist wie der Anti-Monitor bei DC, abgewendet von Spiral City, also deren Stadt, deren Metropolis im Prinzip. Und dann hat es die nach Rocktown, Rockbottom, auf jeden Fall in eine kleine Stadt, eventuell in einer anderen Dimension, sie wissen es selber nicht, verschlagen, nachdem sie diesen bösartigen Feind abgewehrt haben. Und ebenso wie Spiral City so ein bisschen was ist wie Metropolis, sind die Figuren, die bei dieser Heldenserie dabei sind, auch so alternative Versionen von anderen Helden. Wir haben zum Beispiel Golden Gale, das ist eine junge Dame, die angelehnt ist an Shazam. Wir haben Barb Alien, der sehr stark angelehnt ist an den Martian Manhunter. Wir haben Abraham Slam, der Captain America inspiriert ist und so weiter und so fort. Madame Dragonfly ist eine Zauberin, so ein bisschen wie, also Madame Xanadu, hätte ich jetzt mal gesagt. Colonel Wirt ist so ein Weltraumheld, wie es vielleicht Flash Gordon oder ähnliche sind. Also gibt es ja mehrere, die so diese palpigen 40er, 50er Jahre Weltraumhelden sind. Und das sind alles so ein bisschen alternative Versionen. Und die sind jetzt gezwungen, auf dieser Farm zusammenzuleben, auch wenn sie sich jetzt nicht unbedingt sehr gut miteinander verstehen. Die Golden Gale, die jedes Mal, wenn sie das Zauberwort sagt, sich verwandelt. Normalerweise würde sie sich zurückverwandeln in eine ältere Dame, aber sie muss in diese Dimension oder wo immer sie da auch sind, muss sie ein Kind bleiben und das macht ihr natürlich zu schaffen, weil sie im Körper von einer, weiß ich nicht, 10-Jährigen oder so gefangen ist und was natürlich dann zur Verwicklung kommt, wenn sie dann anfängt, Alkohol zu trinken und und zu rauchen und das auch noch teilweise in der Öffentlichkeit, das wird natürlich nicht gern gesehen in so einer, sagen wir mal, so ländlichen amerikanischen Gegend, wo sie da angekommen sind. Und eigentlich könnten sie nett als Familie zusammenleben, aber durch ihre Eigenheiten wird das Ganze ein bisschen erschwert. Und ja, warum heißt das Ganze eigentlich Black Hammer? Black Hammer war auch eine Version, war auch ein Superheld, der beim Eintritt in diese Welt quasi gestorben ist. Und zwar war Black Hammer sowas wie eine Mischung aus, ja, ich würde sagen Thor und Kirby-esken Figuren, wie wir sie bei den New Gods zum Beispiel gesehen haben, ne? Was in so einer Art Universum spielt das Ganze, hat das bei ihm stattgefunden. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen was wie das Watchmen von Lemire. Das war so der erste Vergleich, der mir aufgefallen ist, weil es in sich doch relativ schön abgeschlossen ist und sehr, dadurch, dass es eben nicht die Originalfiguren sind, wie ein Martian Manhunter oder Captain America, dass er einfach sehr viel mit den Figuren machen kann, was er mit den Marvel- oder DC-Figuren einfach nicht machen konnte. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ja sehr viel um Cliffhanger geht in der ganzen Serie, um Entdeckungen, um was steckt dahinter, auch um die Entstehungsgeschichte. Das ist auch ein ganz großer Teil, dass er langsam entblättert. Ja, wie schon beim guten Striptease, was wirklich dahinter steckt, was eigentlich die Figuren vereint oder was sie auch trennt.
und das nach und nach erzählt. Und das macht er unglaublich gut. Ja. Ergänzt das mal. Ich versuche dauernd drum rum zu. Ich hab dieses Ding jetzt zu Ende gekauft, jetzt vor wenigen Wochen. Also ich hatte tatsächlich die ganze Zeit nur den ersten Band und habe mir jetzt den Rest auf einen Rutsch geholt. Außerdem gibt es da natürlich noch Zusatzbände wie Tales from Spiral City und andere, die das Universum auch noch ein bisschen ausschmücken und Sachen, die er vielleicht nur in ein, zwei Paneln erwähnt, nochmal zu einer ganzen Geschichte dann zusätzlich ergänzen halt. Ne? Da habe ich auch zwei von gelesen, also es ist ein sehr schönes Universum. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass es das auch wieder sehr, sehr gemolken wird. Und ja, vielleicht könnt ihr mir ja was dazu sagen, wie es weitergeht da. Diese Angst ist tatsächlich gerechtfertigt. Das letzte Spin-off fand ich dann nicht mehr ganz so gut und alle anderen Spin-offs hatten davor dem Universum immer wieder mal neue Impulse hinzugefügt. Das letzte Spin-off hatte zwar eine interessante Weltkriegsgeschichte damit verbunden und man hatte da richtig schön palpige Monster-Trash-Action da auch mit verwoben, aber so viel Rückbezug auf das Black Hammer-Universum war dann da für mich leider nicht ganz so, aber ansonsten fand ich dieses Universum bisher, bis auf Kleinigkeiten, aber das wäre zu spoilerlastig, doch sehr gelungen und die zählen für mich auch zu Jeff Lemires besten Arbeiten neben seinen Swamp Thing Run. Aber ich bin auch einfach ein großer Swamp Thing-Fan. Ich mag den Alan Moore Run von Swamp Thing und ich bin durch Swamp Thing irgendwann tatsächlich auf Lemire gestoßen. Ja, ich habe auch den Comic-Song vor 2 Jahren dann zum Anlass genommen, endlich mal bei Lemire einzusteigen. Lemire ist so einer, den ich auch auf dem Schirm hatte seit, eigentlich seit der Essex County Band, der erste Essex County Band bei Top Shelf in den USA damals erschienen ist. Ich hatte irgendwie Top Shelf hat damals so ein Vorschauheftel irgendwie so rausgebracht, wo so verschiedene Dinger drin waren. Das hatte ein Essex County Cover auch und ich mochte eben den Cartoon-Style von ihm total gerne. Also diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen von ihm, von seinen Indie-Comics, hat mich total gekriegt gehabt und habe dann auch mitbekommen, wie dann die weiteren Bände erschienen sind und dann eben auch Sweet Tooth und wie er dann auch irgendwie, weiß nicht, Superboy und so verschiedene Sachen geschrieben hat. Und ich habe auch immer wieder von ganz allgemein, aber auch von Leuten, die ich kenne und schätze, gehört, was für ein toller Autor Jeff Lemire ist, aber auch hier war es irgendwann musste einfach erstmal der richtige Zeitpunkt kommen, wo ich dann einfach wirklich mal gesagt habe, okay, jetzt steige ich mal ein. Und was wäre der bessere Zeitpunkt als Jeff Lemire ist sowieso da. Das liebe ich eben auch so im Comic-Salon. Das sind dann immer so Gelegenheiten, wo man sagt, okay, jetzt ist der Künstler da, jetzt nehme ich den Comic endlich mal mit. Und habe mir da den amerikanischen komplett Essex County mitgenommen. Und ich hätte mir den ersten Black Hammer Band mitgenommen, den hatten sie aber nicht mehr. Also jetzt die US-Ausgabe. Also die hatten ja die ganzen Kanadier waren auch einen Verkaufsstand mit den Originalausgaben, aber den ersten Black Hammer hatten sie eben nicht mehr da. Deswegen habe ich nur Essex County mitgenommen, dachte mir, okay, Black Hammer hole ich mir dann nach dem Salon. Ich war von Essex County dann so begeistert und dann habe ich den ersten Black Hammer Band geholt und war davon so begeistert, ich habe mir innerhalb von ein paar Monaten irgendwie so eine kleine Jeff Lemire Bibliothek irgendwie zugelegt. Ich habe immer noch nicht alles gelesen und Sweet Tooth ist auch noch so ein Projekt, das ich noch machen will und so, aber Black Hammer war so, das war so komplett mein Ding. Das war, okay, das ist so Superhelden, wie ich sie gerne mag. Ich habe es schon mehrfach heute gesagt, diese Atlas-Serien und so und Universen und über Jahrzehnte, das ist nicht so meins. An sich mag ich das Konzept Superheld schon, auch weil es einfach so ein Comic-originäres Genre auch ist, das finde ich spannend. Und das, was Jeff Lemire dann da eben macht, das trifft so genau meinen Nerv aus. Auch wieder so palpiger Abenteuergeschichte, ziemlich Meta auch, teilweise vielleicht ein bisschen zu stark, also die ganzen Verweise, also gerade auch Figuren sind benannt nach bekannten Autoren oder Zeichnern und die Verweise auf andere Figuren sind also so nah irgendwie an der Originalfigur, also jetzt verglichen mit Watchmen, weil du Watchmen auch aufgebracht hast, und das ist ein Vergleich, den ich auch ziehen würde, aber anders. Also Watchmen ist dann da nicht ganz so plakativ, was solche
Verweise angeht, wie Black Hammer es da manchmal ist. Aber es stört mich bei Black Hammer nicht. Ich mag, dass das Universum eben von einem Autor gemacht ist, dass da was eine Kohärenz drin steckt. Ich mag den Zeichenstil auch hier wieder. Es ist nicht so ein komplett Mainstream-Superhelden-Stil. Es ist aber auch nicht so komplett Indie. Das ist sowas dazwischen. Das ist auch was Dark Horse, also ist ja im Original bei Dark Horse erschienen. Dark Horse eigentlich ganz gerne macht so mit ihren Zeichnern, schon nicht so komplett superheldig, aber auch nicht so komplett Indie. Und dann hat mich die Geschichte und die Figuren auch gekriegt. Das war auch wie Black Science, so instant, so meine neue Lieblingsserie quasi. Und ich habe dann eben auch darauf gewartet, dass die Folgebände kommen. Ich habe mir die ganzen Spin-Offs geholt und so. Und dann, ja, wie gesagt, letztes Jahr viel unterwegs gewesen. Dieses Jahr, als wir dann wieder da waren, mir eben auch die ganzen Bände geholt, die ich letztes Jahr nicht holen konnte. Und dann die Hauptserie auch nochmal komplett durchgelesen. Bis zum aktuellen Ende. Ich find's super. Ich habe den ersten Band oder die ersten zwei Bände halt mittlerweile ein paar Mal gelesen, weil ich halt immer, wenn ein neuer Band rauskam, quasi nochmal von vorne gelesen habe. Und habe auch jedes Mal irgendwie andere Sachen noch drin gesehen, habe plötzlich andere Lieblingsfiguren gehabt. Also jetzt bei meinem letzten komplett durchlesen hatte ich plötzlich eine ganz neue Lieblingsfigur, als ich es bei den ersten zweimal oder so hatte. Also ich finde es wirklich toll und ich mag auch die Spin-Offs. Ich habe jetzt den letzten Spin-Off, den Patrick gerade erwähnt hat, den Black Squadron, den habe ich noch nicht gelesen, habe ihn da, den muss ich aber noch lesen, zu dem kann ich nicht wirklich was sagen. Aber die Dr. Star Miniserie ist ein amerikanisches Paperback. Ist für mich einer der besten Comics, die ich überhaupt die letzten Jahre gelesen habe. Also selbst wenn man die Hauptserie nicht liest oder nicht mag, nur allein dieser Dr. Star Comic. Also bei Black Hammer an sich geht es auch wieder ganz viel um Familien. Bei Dr. Star ist es noch viel offensichtlicher. Da geht es auch um eine Vater-Sohn-Beziehung vor dem Hintergrund dieser Science-Fiction-Pulp-Geschichte eigentlich so. Und das trifft so genau meinen Nerv. Also wenn man nur ein Black Hammer Ding lesen will, dann liest man mal diesen Dr. Star Comic. Finde ich großartig. Also ich muss sagen, genau mein Ding. Bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, naja, beim nächsten Paperback überlege ich erstmal, ob ich mir die hole. Im Moment bin ich immer noch da, dass ich sage, okay, wenn was Neues rauskommt, auf dem Black Hammer draufsteht, dann werde ich mir auch da wieder den Sammelband holen, weil das so mein Superhelden-Fix wirklich, wirklich trifft. Mich hat's neben Watchmen auch noch sehr stark erinnert an Alan Moores Version von Supreme. Ich weiß nicht, ob ihr die Reihe noch kennt von damals. Rob Liefeld hatte ja diese Superhelden oder Superman-Version Supreme, die er dann nach einer einiger Zeit an Alan Moore übergeben hat, wo er Alan Moore dann engagiert hat, der Supreme so ja neu gedacht und neu gemacht hat. Ich habe die ersten paar Hefte irgendwie damals gelesen, damals sogar die deutschen Hefte auch. Und das mochte ich auch total gerne. Eben auch so ein Meta-Ding, also so ein, was die ganz spannend gemacht haben, das war wieder ein bisschen so ähnlich wie was Breedstorm vorhin mit der Geschichte des Marvel-Universums gesagt hat, dass bei Supreme gab es eine Jetzt-Zeitlinie, die modern gezeichnet war, und dann gab es zwischendrin auch immer so Rückblicke in was hat Supreme früher erlebt, die dann von Rick Veitch gezeichnet waren in so einem 60er-Jahres-Stil, also wo es unterschiedliche Zeichner aber das dann tatsächlich gemacht haben, den Jetzt-Stil und den alten Stil. Und das mochte ich total gerne. Also war auch eine Superman-Variation von Alan Moore, auch mit so einer Metaebene, fand ich spitze. Das bisschen, was ich damals davon gelesen habe. Und das sehe ich bei Black Hammer den eben auch wieder mit drin. Also wo man die Superhelden-Historie miterzählt bekommt, die man erkennen kann, wenn man ein bisschen was drüber weiß, und ich weiß jetzt auch nur ein bisschen darüber, aber die auch nicht notwendig ist, um die Geschichte zu verstehen und um die Geschichte zu mögen. Also wie gesagt, das ist wieder genauso, das so wie ich Superhelden mag, in Häppchen, die ich verstehen und konsumieren kann, von einem ganz tollen Autor mit tollen Illustratoren. Und auch unterschiedliche Illustratoren an den Spin-offs beteiligt und auch in der Hauptserie zwischendurch mal David Rubin, ein Zeichner, der ganz anders ist als Dean Ormston, aber auch einen guten Stil hat, kein gutes Lettering. Der macht sein Lettering selber.
ist auch eine Reihe, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und wo ich mich freue, wenn da mehr vorkommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was mit der Hauptserie ist. Also der aktuelle Stand ist für mich eigentlich rund. Also es könnte da zu Ende sein, wo es jetzt zuletzt aufgehört hat. Ich habe keine Ahnung. Jeff Lemire ist nicht unterbeschäftigt. Also der schreibt viel. Und eine Sweet Tooth-Serie ist auch geplant aktuell. Genau, TV-Adaptionen ist er ja auch dran beteiligt. Also die Sweet Tooth-Serie kommt. Netflix hat die. Die ist von Jim Mickle inszeniert. Robert Downey Jr.'s Produktionscompany ist da irgendwie dran beteiligt. Also die haben letztes Jahr schon gedreht auch. Also die Serie ist quasi wahrscheinlich in der Postproduktion, die wird kommen. Aber es gibt auch verschiedene andere Projekte von ihm, die in Adaptionsphasen sind. Also Black Hammer ist, ich glaube, von Legendary gekauft oder geoptioned, dass die aus dem Black Hammer-Universum was machen, sei es jetzt Film oder TV-Serie oder so. Gut, eine Option heißt noch nicht, dass es auch wirklich dann passiert. Aber ja, Lemire ist da an allem, soweit ich weiß, auch stark selbst involviert. Also schreibt teilweise eben auch Drehbücher für Adaptionen von seiner. Ich glaube, Royal City ist, glaube ich, auch irgendwie in einer Option oder so, wo er Drehbücher schreibt. Also wie gesagt, der ist nicht unterbeschäftigt und ich weiß nicht, wie es mit Black Hammer weitergeht, aber ich freue mich eigentlich, wenn es weitergeht. Ich widerspreche dir dann nur an einen Punkt. Für mich war so das beste Spin-off bisher Sherlock Frankenstein, auch wenn Dr. Starr ein sehr gutes emotionales Ende hatte. Aber bei Sherlock Frankenstein fand ich eben das Interessante, dass man da einen richtig klischeehaften Bösewicht dann am Schluss doch einen emotionalen Twist verliehen hat, der ihn nicht mehr ganz so platt wirken lässt und der ihn auch so ein bisschen mit diesen ganzen Black Hammer-Figuren sympathisieren lässt und ihn dann tatsächlich zu einem richtig interessanten Charakter macht. Hast du absolut recht, stimme ich dir auch zu, ist auch ein toller Band, ist jetzt auch in Bezug auf die Hauptserie, glaube ich, wichtiger als der Dr. Star Band, also wichtig jetzt auch nur in Anführungsstrichen, man muss den nicht gelesen haben, aber in der Hauptserie gibt es dann auch Bezüge zu dem, was man aus dem Spin-off, aus dem Sherlock Frankenstein Spin-off gelernt hat. Ich glaube, ja, mich persönlich hat Dr. Star, glaube ich, eben auf der emotionalen Ebene mehr getroffen und ich glaube, ich mochte auch die Illustrationen einen Ticken mehr. Ich glaube, Max Fiumara hat den gezeichnet, also wo ich Sherlock Frankenstein durchaus auch emotional gerade im Bezug auf die Figur aus der Hauptserie durchaus geschätzt habe. Mich persönlich hat Dr. Star einfach mehr gekriegt. Und ich finde eben auch, Dr. Star steht, glaube ich, noch ein bisschen mehr für sich allein. Also den kann man leichter, glaube ich, als Einzelband lesen. Beim Sherlock ist es, glaube ich, doch ganz gut, wenn man auch die Hauptserie und die Auftritte von Sherlock in der Hauptserie auch kennt. Es muss nicht sein, aber da ist die Verbindung, glaube ich, ein bisschen enger, als es bei Dr. Star ist. Ich fand da auch dieses Panel, also diese Doppelseite so klasse, wie sie da diese Gefängniseinrichtung gezeigt haben und die vielen Details, die sie da eingestreut haben. Ja, da habe ich schon ein bisschen länger diese Doppelseite angeschaut, weil es wirklich von dieser Doppelseite ein interessantes Worldbuilding allein schon war. Ja, nee, absolut auch empfehlenswert, keine Frage. Ja. Britzom, ich weiß nicht, hast du vorhin die Spin-offs auch gelesen oder was ist da dein Stand? Da habe ich bislang nur Straßen von Spiral City gelesen und den Black Hammer 45, der steht noch vor mir. Ja, also aber ich. Ja, okay, das sind jetzt die letzten eigentlich, die neueren der Spin-offs. Also Sherlock war ja, glaube ich, der erste und Dr. Star der zweite. Ja. Und ja. Ich fand bei Spiral City halt auch einen richtig guten Gag, die Cthulhuise. Also Verweis an den Lovecraft-Mythos, der ja jetzt in den nächsten Jahren noch mehr ausgeschlachtet werden wird, weil die Lizenzen von Lovecraft aufgelaufen sind und deswegen wird sich da jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren so gut wie jeder Horrorregisseur und Comiczeichner irgendwie da draufstürzen. Ist nur meine Befürchtung. Ich hoffe, es wird nicht so kommen, aber wir werden es sehen. Die King-Filmflut ist ja auch noch nicht abgerissen. Ich glaube, das wird übel werden. Wir werden so übersättigt werden irgendwann mit Lovecraft. Ja, also
Cthulhuise war mir ein bisschen fast schon zu drüber, also es war mir fast schon ein bisschen zu niedlich und zu weit entfernt vom Ursprünglichen. Also manchmal sind für mich auch Sachen besser, wenn sie nur als Idee existieren. Er hat ja zum Beispiel auch Timeboy und andere Figuren im ersten Band nur angerissen, dass es die geben könnte. Und manchmal bin ich dann etwas enttäuscht, wenn ich die Realität sehe. Also ich habe mir was Geiles vorgestellt und dann sehe ich das, wie es halt wirklich geworden ist, und dann bin ich meistens ein bisschen enttäuscht. Das ist halt, wenn, also ich mag es manchmal, wenn manche dunkle Ecken von so einem Universum nicht erleuchtet werden, um das nochmal zu melken. Das verstehe ich komplett. Manche Origins sind halt dann schlechter, als man die sich ausgemalt hat. Manchmal müssen Mysterien auch Mysterien bleiben. Ja. Woran es mich noch ein bisschen erinnert hat, war Astro City von Kurt Busiek. Das war ja auch so eine abgeschlossene Welt, wo er auch vieles machen konnte, was wiederum den Kreis schließt zu Marvels, weil Astro City ja auch so ein bisschen so eine Nachfolgegeschichte zu Marvels war, inoffiziell halt auch, und teilweise sogar eine unveröffentlichte Marvels-Geschichte halt, ne? Ich bin immer wieder begeistert, wenn die Leute es schaffen, mit ihren eigenen Visionen was Geileres herzustellen als das Original, und das ist bei Black Hammer auf jeden Fall passiert. Ja, also wie ihr hört, Empfehlung von uns dreien. Ich glaube, wir hatten jetzt auch heute nicht viele Verrisse. Ich glaube, die meisten Comics würden wir empfehlen. Bei Low war ich ein bisschen kritisch bei dem einen oder anderen Element des Comics, das mir zumindest den Zugang etwas erschwert hat. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, auch ein relativ breites Spektrum irgendwie mit reinbekommen, was die Themen angeht. Manga war jetzt heute noch nicht dabei, aber ich verspreche, wenn ich wiederkomme, wird auch Manga irgendwann mit dabei sein. Da kann ich auch mit dienen. Das ist nicht das Problem. Wunderbar. Nee, weil wir auch ein bisschen eine Bandbreite ja auch liefern und nicht so monothematisch. Aber wir hatten Superhelden, Science Fiction, reale Geschichten, Monstergeschichten, alles mit dabei. Ist doch eine runde Sache. Ja. Franco-Belgisch wird mit demnächst vielleicht noch ein bisschen mehr beackern. Das hat noch gefehlt. Aber auch da haben wir einiges auf Lager. Aber das war jetzt, denke ich, für die erste, ja, neue Folge, denke ich mal, eine sehr gute Zusammenstellung, das stimmt, ja. Und wir können es ja auch schon sagen, Steffen ist nicht komplett weg vom Fenster, er hat nach wie vor Bock, ja. Aber er ist zeitlich nicht mehr ganz so involviert. Ja, ähnliches gilt ja auch für Michael, der ist auch zeitlich, ist es etwas schwierig, und tatsächlich ist es da auch technisch etwas schwierig. Es gibt noch eine Folge 87,5, möchte ich sie mal nennen, die wir aufgezeichnet hatten, was eigentlich auch eine sehr schöne Folge war, aber dadurch, dass Michaels Leitung es nicht hergegeben hat, dass man die vernünftig mitschneiden konnte, können wir die eigentlich nicht verwenden, sonst hätten wir da zwischenzeitlich tatsächlich noch eine Folge mit Andi vom Telestammtisch gehabt, aber wie gesagt, es hat nicht sollen sein, naja. Da war ich ja auch noch mit beteiligt, ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, die ist leider verschollen, ja, die ist leider verschollen. Oh je. Ja, aber es war trotzdem ein schöner Abend. Na klar. Ja, ansonsten an die Zuhörer, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was interessiert euch? Was interessiert euch weniger? Braucht ihr ein langes Intro? Braucht ihr gar kein Intro? Was sind die Themen, die euch interessieren? Ja, sollen wir uns stattdessen mal ein großes Thema rausnehmen, wo wir ganz lange drüber sprechen? Schreibt uns gern auf den Kanälen. Wir haben ein Outro normalerweise und da sind alle Verbindungsmöglichkeiten dran. Ansonsten erreicht ihr uns ganz normal über Twitter, über Facebook, über Instagram oder auch über die Homepage. Der Podcast ist nach wie vor über die Comic-Community erreichbar. Ansonsten habt ihr zwei noch Sachen, die ihr vielleicht pluggen wollt, die ihr empfehlen wollt, was man hören sollte, was man lesen sollte, was auch immer, was man abonnieren sollte? ich das war jetzt meine erste richtige Folge Comic Cookies. Ich hoffe, ich habe keine alten Leser irgendwie verstört. Falls ihr mich irgendwie finden wollt, auf Twitter Andi Preller, @AndiPreller, ganz einfach zu finden. Ansonsten, wie gesagt, seit 2012 den Podcast Das Alles. Der ist auch auf Twitter und auf der Website das_alles vertreten. Veröffentlicht nicht so regelmäßig, wird aber hoffentlich auch bald wieder losgehen. Jetzt die letzten paar Folgen sind viele diverse Interviews mit Comiczeichnern und Zeichnerinnen, die wir jetzt während
während der Quarantäne auch geführt haben. Wer sich für Horror interessiert und des Englischen mächtig ist, Eerie International, eerieinternational.com ist ein wöchentlicher, meistens Horrorfilm, manchmal auch Bücher, Spiele, Comics etc. Podcast, den ich mit meinem Freund David aus den USA und meinem Freund Dave aus England mache, also drei Länderperspektiven auf Horrorthemen jede Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald hier bei den Comic-Cookies auch wieder hören. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Also, wie schon mehrmals angerissen, bin ich beim Andi vom Telestammtisch immer wieder mal in diverse Kritiken verwoben. Ich bin letztens mal auch, durfte ich bei Steven Spielberg im Cast dabei sein. Da haben wir über die Turtles geredet. Und es ist vielleicht geplant, dass wir auch beim Telestammtisch eventuell wieder die Angry Film Fans wiederbeleben. Da ist auch eine leicht chaotische Hintergrundgeschichte, aber wir haben nach wie vor Bock. Gerade unter Covid-Zeiten mögen wir es noch mehr, so ein bisschen in Rage über Filme und schlechtes Zeug zu diskutieren. Und ja, ich bin auch dankbar, dass Steffen und die anderen Cookies mir die Möglichkeit da gegeben habt, mich da so ein bisschen in Sachen Kritiken auszutoben. Also auch hier werde ich natürlich weiterhin bleiben und hab weiterhin auch da Bock. Danke, Patrick. Ich habe zum Schluss auch noch einen Tipp. Und zwar, der erste Comic-Podcast, den ich gehört habe, war mit Sicherheit der Checklist Comic-Cast von zwei Jungs aus dem Panini-Forum betrieben, von Phil und Lamont. Das war tatsächlich der allererste, den ich gehört habe. Und gleich danach kam der Z-Podcast von Zwerchfell seinerzeit und Comic-Orama. Und das ist, wo ich drauf hinaus will. Comic-Orama hat jetzt auch eine neue Staffel aufgelegt. Die hatten schon zweimal, glaube ich, wieder neu angefangen. Und auch die sind wieder auf allen möglichen Kanälen zu finden. Die haben weniger sich den Rezensionen gewidmet, sondern suchen sich meistens spezielle Themen raus, wie zum Beispiel, sie haben über den Image-Stil gesprochen, sehr viel auch über amerikanische Sachen und bestehen hauptsächlich aus den Jungs von Plamplam Productions. Ohne dass sie sich selber rezensieren oder sowas, sondern sie reden tatsächlich über Sachen, die sie auch selber gern lesen und ja, wofür sie halt auch leben, lesetechnisch gesehen. Hört da auf jeden Fall auch mal rein. Gut, dann wären wir fast durch, würde ich sagen, oder? Yep. Schaut so aus. Dann sagen wir doch mal adieu. Ja, adios, bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.